Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind zu dieser Veranstaltung, diesem Nachmittag, der gleich zwei Dinge auf einmal beinhaltet. Einmal ein großes Jubiläum, 25 Jahre freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen, das werden wir heute hier gemeinsam begehen. Und außerdem ein sehr, sehr volles und natürlich interessantes Programm. Es wird gehen um das Medium Fernsehen, seine Gegenwart, aber vor allem auch seine Zukunft. Mein Name ist Christine Watti, ich bin mit diesem Zauberwürfel ausgerüstet. Wer so die Kampagnen der FWS im Vorfeld verfolgt hat, weiß vielleicht auch schon, warum ich den dabei habe. Ob ich ihn lösen kann bis 18 Uhr, das werden Sie live miterleben und auch, was es damit eigentlich auf sich hat. Die offizielle Begrüßung jetzt zu dieser Veranstaltung kommt natürlich nicht von mir, sondern von Claudia Mikat und von Joachim Motschall. Ich habe mich so auf den Nachnamen konzentriert, dass ich jetzt leider bei dem Vornamen gestockt bin, aber das hätte ich schöner sagen können. Verzeihung, ich bitte Sie beide auf die Bühne und dann geht's los. Schön, dass Sie alle da sind. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Freunde der FSF, liebe Gäste von nah und von fern. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier begrüßen zu können. Frau Watti hat es gerade schon gesagt, wir schlagen heute mit dieser Veranstaltung zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir wollen mit Ihnen Fernsehen, so wie es gerade da stand. Der Jugendmedienschutz, wie wir alle wissen, ist gerade in sehr heftigen Zeiten, in einer Umbruchphase. Und deswegen fanden wir es sehr gut, selbst zu unserem Jubiläum auch nach vorne zu schauen, beziehungsweise in die Gegenwart eine Bestandsaufnahme zu probieren. Wo soll es denn hingehen? Und deswegen freuen wir uns alle sehr, dass Sie heute hier sind. Sie wissen, diese Veranstaltung Medienimpuls, die veranstalten wir von der FSF gemeinsam mit unseren Kollegen von der FSM schon seit vielen Jahren, stecken da immer sehr viel Herzblut in die Vorbereitung. Und wir haben halt heute uns ganz besonders zu unserem 25. Jubiläum, natürlich ist das für uns ein spezieller Medienimpuls. Tatsächlich ist es heute genau auf den Tag her, dass am 4. April 1994 die Geschäftsstelle der FSF ihre Arbeit aufgenommen hat und wurde damals sehr kritisch, sehr argwöhnisch von vielen beäugt, weil TV-Sender, die sich selber quasi dem Jugendschutz verschreiben, das war zur damaligen Zeit für viele eine nicht vorstellbare oder zumindest unerhörte Idee. Und zum Beispiel ein Zitat habe ich mir, das hat die damalige Jugendministerin 1994 von sich gegeben, anlässlich der Gründung der FSF. Weiß jemand, wie die hieß? Wahrscheinlich schon, ja, da habe ich es schon gehört. Angela Merkel war das nämlich. Die war zum damaligen Zeitpunkt noch 11 Jahre von ihrer Kanzlerschaft entfernt. Also so lange ist das auch schon her, damit wir eine Vorstellung kriegen, wie lang das her ist. Und die nannte damals die FSF oder die Gründung der FSF eigentlich ein pures Ablenkungsmanöver. Heute 30.000 Prüfungen später und nach zahlreichen Publikationen und Veranstaltungen und Projekten mit den verschiedensten Partnern ist der Blick auf die FSF ein anderer geworden. Und das sehen wir auch heute hier an den sehr besonderen Gästen aus Politik, aus Wissenschaft, aus Medienpädagogik und aus Jugendschutz, die heute hier versammelt sind. Man möchte ja fast meinen, Jugendmedienschutz in Deutschland ist heute hier in diesem Saal. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz, der Bundeszentrale für politische Bildung und der Bundesprüfstelle, von der Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz, vom Deutschen Kinderhilfswerk, von FragFin, vom Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, aus der GMK, dem HBI, dem JFF und der Initiative Gutes Aufwachsen für Medien, von den Landesmedienanstalten und den obersten Landesjugendbehörden, von der Stiftung Digitale Chancen und vom Arbeitsstab des UBSKM, liebe Jugendschutzbeauftragte von ARD und ZDF und aus den Verbänden VNet und Bitkom, liebe Kolleginnen und Kollegen von FSK, USK und FSM. Es ist eine große Ehre und Freude für uns, dass ihr und Sie heute alle hier sind. Ja,
Besonders freuen wir uns natürlich, dass später auch die Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey zu uns kommen wird. Wir hoffen, dass das alles logistisch, zeitlich und so hinkommt. Bereits jetzt vom Bundesfamilienministerium sind hier Isabel Rausch-Jarolimek und Stefan Hadig. Herzlich willkommen. Wir begrüßen außerdem Staatssekretärin Bettina Martin aus Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Matthias Knote von der Staatskanzlei Schleswig-Holstein, außerdem Dr. Anja Zimmer, Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die gleich direkt im Anschluss sprechen wird. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass Staatssekretärin Heike Raab aus Rheinland-Pfalz und der Vorsitzende der KJM, Dr. Wolfgang Kreisig, später mit uns auch diskutieren werden hier oben. Natürlich begrüßen wir sehr herzlich unsere Referentinnen, unsere Referentin und unsere Referenten. Herzlich willkommen Annette Kümmel, herzlich willkommen Professor Eckbert von Wiengarten, Herr Tobias Kraft und natürlich Stefan Dreyer. Außerdem begrüßen wir die Mitglieder des FSF-Kuratoriums, das die Prüfung der FSF auch seit 25 Jahren begleitet, wissenschaftlich, rechtlich fundiert. Hier bei uns, um mitzufeiern, ist natürlich Andrea Urban, seit vielen Jahren die Vorsitzende des Kuratoriums, sowie stellvertretend für viele andere Kollegen die Professoren Andreas Büsch, Jürgen Grimm, Gerd Hallenberger, Dagmar Hoffmann ist auch da und als ehemaliges Mitglied Professor Dieter Wiedemann. Herzlich willkommen. Und natürlich begrüßen wir ganz herzlich die Prüferinnen und Prüfer, die heute hier sind. Ihr seid das Kernstück der FSF. Ihr müsst sowohl die Aufsicht als auch die Sender immer wieder mit fachlichen Argumenten überzeugen. Vielen Dank, dass ihr das tut und sehr schön, dass ihr heute hier seid. Und ganz besonders freut es mich, heute den Prüfer der ersten Stunde begrüßen zu dürfen. Derjenige, der als erster den Vorsitz hatte in einem FSF-Prüfausschuss am 6. April 1994 und der mit seinen unvergesslichen Sprachblüten sehr hohe Maßstäbe für die Gutachten gesetzt hat. Herzlich willkommen, Martin Rabius. Dann, also wir sind noch lange nicht fertig, wie ihr merkt, dann begrüßen wir natürlich die Jugendschutzbeauftragten der FSF-Mitgliedssender. Als wir vor 25 Jahren gestartet sind, waren die sehr überschaubar. Das war eine Handvoll von Mitgliedern. Mittlerweile hat die FSF 37 Mitgliedssender und viele Jugendschutzkollegen sind heute hier. Ich selber weiß am allerbesten, auch als RTL-Jugendschutzbeauftragter, was es für eine Arbeit ist und für eine Leistung, halt tagtäglich den Jugendschutz wirklich zu leben, in die Redaktion, in die Produktionsfirmen zu tragen und gleichzeitig auch die Selbstkontrolle zu unterstützen, auch wenn die manchmal Urteile fällt, die vielleicht nicht so immer im eigenen Sinne sind. Und von daher auch da ein ganz herzliches Dankeschön für euer Vertrauen in all den Jahren und für die tolle Zusammenarbeit. Ganz besonders freut es uns an der Stelle, dass ein Kollege von uns unter uns ist, den wir auch bei der FSF sehr, sehr viel zu verdanken haben, nämlich Dieter Tschaja. Nicht nur mein Vorgänger in dieser Funktion, in der ich heute zu Ihnen rede, sondern auch als RTL-Jugendschutzbeauftragter und eben auch von Anfang an bei der FSF dabei gewesen. Und wir freuen uns alle sehr, dass du heute auch bei uns bist hier und mit uns feierst, Dieter. Gesicht und Stimme war 25 Jahre lang Joachim von Gottberg. Hajo, du bist schon gebührend gefeiert worden und hast völlig zu Recht schon sehr viel Herzlichkeit und sehr viel Dank und sehr viel Anerkennung erfahren. Applaus
Neben unserem rauschenden Fest, was wir ja Ende letzten Jahres gemacht haben, möchten wir aber natürlich auch nochmal diese Gelegenheit nutzen, um nochmal ein ganz herzliches Dankeschön auszusprechen. Man kann eigentlich gar nicht genug danken, oder dass in diesen 5 Minuten kann man gar nicht anfangen. Also Hajo, deine Idee war es unter anderem, die ganz maßgeblich damals zur Gründung der FSF geführt haben. Du warst, wie Claudia schon gesagt hat, über all die Jahre quasi die Stimme. Du hast mit deiner Leidenschaft, mit deiner Energie eine ganze Menge bewegt, und wir würden alle nicht heute hier sein, und die FSF wäre nicht das, was sie ist heute, ohne dein Wirken. Von daher auch nochmal ganz herzlichen Dank an dich, und wir sind alle sehr, sehr froh, dass du auch nach deinem Ausscheiden als Geschäftsführer uns immer noch mit Rat und Tat zur Seite stehst und uns hier unterstützt. Ebenfalls fast von Beginn an dabei ist die Frau, die hier neben mir steht, nämlich Claudia Miekert. Das möchte ich jetzt doch auch noch mal schnell sagen. Wir wissen, über lange Jahre war sie verantwortlich für das Herzstück eigentlich der FSF, nämlich den Prüfungsbereich. Seit Beginn des Jahres Geschäftsführerin der FSF, und wir sind sehr, sehr glücklich, mit ihr die bestmögliche Nachfolge gefunden zu haben. Das musst du jetzt aushalten. Und auf der einen Seite kennst du den Laden so gut aus dem FF, von daher ist auf der einen Seite die Kontinuität gewährleistet, aber auf der anderen Seite denken wir, dass du auch diejenige bist, die die Herausforderungen, von denen wir ja heute noch einiges aufzeigen werden und über die wir reden werden, auch in Zukunft angehen wirst und da genau die richtige Person zu bist. So, last but not least ist es mir noch ein großes Bedürfnis, jenseits der Namen und der Verdienste von Einzelnen, die wir jetzt versucht haben, zumindest ein bisschen zusammenzufassen, auch nochmal die Kollegen der Geschäftsstelle der FSF hervorzuheben, die seit 25 Jahren eine super Arbeit machen. Die FSF ist immer ein Superladen gewesen, in dem man gerne gekommen ist. Wie gesagt, die Prüfungen sind natürlich nicht immer im eigenen Interesse, wenn man da als Mitgliedssender kommt. Auch als Prüfer hat man vielleicht ab und an das Gefühl, naja, was da jetzt rausgekommen ist, ist vielleicht nicht das, was ich vertreten habe. Aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass egal ob Prüfer, da spreche ich mal für uns alle, als auch als Mitgliedssender, man ist immer gerne und man kommt immer gerne in die FSF. Und das ist ein ganz hohes Gut, ein ganz gutes Klima da. Und von daher in all den Sachen, die ihr macht, also nicht nur die Prüfung, die Vorbereitung der Prüfung, sondern auch die medienpädagogischen Aktivitäten, die Vorbereitung von so Veranstaltungen wie hier und heute, das ist getragen von ganz großer Professionalität und gleichzeitig von ganz viel Spaß an der Sache. Und von daher auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank von dieser Stelle. So, jetzt müssen Erinnerungen und Anekdoten und lustige Geschichten bis heute Abend warten, denn wir haben uns vorgenommen, in die Zukunft zu blicken. Joachim hat es schon gesagt, Christine Watti hat es angesprochen, es geht um die Veränderungsprozesse, die anstehen im Fernsehen und auch im Jugendmedienschutz. Und bevor wir sehr spannende Vorträge hören auf den verschiedenen Ebenen zu diesen Themen, freuen wir uns, dass Frau Dr. Anja Zimmer heute hier ist von der uns lizenzierenden Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Und wir freuen uns auf Ihr Grußwort, Frau Dr. Zimmer. Bitte schön. Ja. Liebe Frau Miekert, lieber Herr Motzscheim, ich freue mich immer sehr, wenn ich auf Geburtstagspartys eingeladen werde und möchte natürlich die Gelegenheit nutzen, Ihnen herzlich zu gratulieren. 25 Jahre FSF, ein Vierteljahrhundert. Als ich mir das so angeschaut habe zu Hause, habe ich gedacht, Mensch, ein Vierteljahrhundert, das zeigt, dass regulierte Selbstregulierung funktionieren kann. Und ein Vierteljahrhundert, in dem wir vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Ich glaube, ich spreche für alle Medienanstalten, wenn ich sagen kann, der Austausch mit Ihnen war immer spannend. Das heißt aber nicht, dass er nicht auch zuweilen kontrovers war. Ich sage mal Big Brother
oder Supernanny oder Menschen, die ein Famous Face möchten oder auch Joko und gegen Klaas, die uns ja regelmäßig beschäftigen und immer mal wieder zu Kontroversen geführt haben. Wichtig ist mir aber auch, bei allen Kontroversen haben wir immer das gleiche Ziel vertreten, haben wir uns immer der gleichen Sache verpflichtet gefühlt, nämlich einen effektiven Jugendschutz, der tatsächlich bei Kindern und Jugendlichen auch was bewirkt. Ein gleiches Ziel ist manchmal auch gleiches Leid. Ich weiß nicht, wie viele Schönheitsoperationen, seltsame Experimente, gruselige Trailer oder Promis in irgendwelchen Lebenslagen wir uns anschauen mussten. Ich glaube fast, es gibt kaum jemand in Deutschland, der mehr und vor allem intensiver jede Folge von Sex and the City und Desperate Housewives gesehen hat. Auch das verbindet in gewisser Weise. Wichtig ist uns auch, wir sind als Medienanstalten ja nicht nur Aufsichtsbehörden. Wir machen auch ganz, ganz viel Medienkompetenz und auch das haben wir mit der FSF zusammen immer mal wieder gemacht. Wir veranstalten zum Beispiel regelmäßig das Sommerforum, wo wir kontroverse Themen diskutieren, wo wir Wissenschaft und Praxis vernetzen und schauen, dass der Jugendschutz auf der Höhe der Zeit bleibt. Denn das ist ja auch kein Geheimnis. Das Fernsehen verändert sich, das Mediennutzungsverhalten ändert sich und wir müssen uns alle fragen, wie soll eigentlich effektiver Jugendschutz noch aussehen? Die FSF war da relativ früh dabei, hat erkannt, dass technische Änderungen auch Maßnahmen erfordern. Schon seit 2012 haben sie ihre Anerkennung auf rundfunkähnliche Telemedien erweitert. Seit 2016 gilt das Durchwirkungsverfahren für die Zuschauer zu Hause, die das jetzt vielleicht nicht kennen werden. Hier im Raum kennen es wahrscheinlich alle. Seit 2016 erlaubt das Gesetz, dass Anerkennung der FSF auch für Kino und DVD gelten. Sie haben also sehr früh auch ein Gespür entwickelt für die technischen Anforderungen, die im Raum sind. Man muss aber auch sagen, wir haben noch lange nicht alle Themen gelöst. Konvergenz, ja, es ist abgedroschen, aber wir müssen Wege finden, und da ist jetzt auch in allererster Linie der Gesetzgeber gefragt, Wege finden, wie wir den Jugendschutz dahin bringen, wo Kinder und Jugendliche sind. Dazu ist noch einiges notwendig. Und das möchte ich jetzt als Appell so im Raum stehen lassen. Es ändern sich aber nicht nur Gesetze, es ändern sich auch Personalien. Frau Miekert, Sie sind jetzt seit Januar neu als Geschäftsführerin der FSF, aber wir kennen Sie natürlich alle schon seit Jahren. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg, da war die FSF durch diese wirklich herausfordernde Zeit zu führen und das auch zu gestalten. Im Geburtstag schaut man ja auch zurück, ganz klar. Sie haben es vorhin ja auch schon gesagt, ganz, ganz maßgeblich geprägt wurde die FSF von Joachim von Gottberg und von Dieter Chaya, denen ich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich danken möchte. Und jetzt, Grußworte haben vor allem ihren Charme, wenn sie kurz sind, wünsche ich uns allen einen sehr spannenden Tag. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden über Fernsehen und Film, also über Unterhaltung. Einen kurzweiligen Tag und sehr interessante Diskussionen zu 25 Jahre FSF. Dankeschön, Anja Zimmer. Ich sage noch mal kurz zwei Sätze zu diesem Würfel. Das haben Sie vielleicht in der Ankündigung der Veranstaltung spätestens gesehen, dass die FSF natürlich mit diesem Würfel spielt, um auch die verschiedenen Dimensionen abzubilden, die sich rund um die Arbeit der FSF und auch das Reden über das Fernsehen der Zukunft ranken. Ich wollte es auswendig lernen, kann ich doch immer noch nicht richtig. Also grün steht zum Beispiel für den Markt, rot für die Politik, weiß für Content, orange für Technik, gelb für die Nutzung und blau für die Ethik. Mein großes Ziel ist es wirklich weiterhin, da so ein bisschen Ordnung reinzubringen, wobei das Bild natürlich schön ist, dass natürlich all diese Farben, sowohl wie die Bereiche, über die zu reden ist, eben miteinander verschränkt sind. Und das werden Sie jetzt im Folgenden auch erleben bei dieser Veranstaltung, in den vielen Vorträgen, die es jetzt hier zu hören gibt. Wir sind eine total zeitlich ganz, ganz straighte Veranstaltung, die jetzt schon einen ganz krassen Überhang hat. Aber
wir geben uns natürlich alle weiterhin Mühe. Wenn die Moderatorin also hin und wieder irgendeinen Redner ein bisschen streng anguckt, dann sehen Sie und mir das nach. Das ist nicht Unhöflichkeit, sondern wir sind hier in so einem Livestream-Takt, den wir einhalten wollen. Und natürlich auch, weil die Bundesministerin nachher noch zu Gast ist und die wieder auch ihren eigenen Takt hat und so weiter. So, jetzt habe ich Stress reingebracht, vor allem für den ersten Redner. Verzeihung. Das ist Tobias Kraft von der Uni Kaiserslautern, beschäftigt sich mit der Analyse algorithmischer Systeme und die natürlich auch für unseren Medienkonsum verantwortlich sind. Entzählte Entscheidungen, Algorithmen, Medien und ethische Grundsätze heißt sein Input, passt also zu weiß wie Content und blau wie Ethik ungefähr. Und hier ist Tobias Kraft. Viel Vergnügen. Ja, ich habe mich sehr gut. Ich bedanke mich erstmal für die nette Anmoderation. Es ist mir eine Ehre, heute für den FSFF zu sprechen zu diesem Thema und darf den Ball, den die Frau Dr. Zimmer mir gerade zugespielt hat, was das Thema Jugendschutz angeht, direkt mal auffassen, weil als ich mich über diese Thematik oder diese Veranstaltung informiert habe, habe ich mir mal angeschaut, wie denn der Zugang von Jugendlichen und Kindern zu bewegtem Bildmaterial ist. Und wenn man sich da mal auf Statista umschaut und dort diese Grafik erfindet und feststellt, dass 30-40% der Nutzerinnen und Nutzer ihre Informationen bzw. ihre bewegten Bilder aus sogenannten Video-on-Demand-Plattformen beziehen, ist es doch interessant, sich darüber Gedanken zu machen, warum das der Fall ist. Das könnte auf der einen Seite dieser Zeitaspekt sein, dass man diese Themen dann abrufen kann, wenn man das möchte, nicht mehr auf diese Linearität des Fernsehens angewiesen ist. Auf der anderen Seite scheint der Hype um diese Serien, um diese Produktionen, die in diesen Plattformen zur Verfügung stehen, größer oder anders zu sein, als die, die man im normalen Fernsehen und Kino zu finden hat. Deswegen habe ich mal überlegt, wie bisher entschieden wurde, und bisher bezieht sich auf das Kino und das lineare Fernsehen, was produziert wird. Da gibt es zum einen Meinungsforschungsinstitute, die befragt werden konnten, die Prognosen geben könnten, ein bestimmtes Genre wäre interessant oder ein bestimmtes Thema könnte nun aufkommen. Dann gibt es die Erfahrung der Produzenten, bekannte Produzenten, Medienhäuser oder Kanäle, die hier auch vor Ort sind, haben Erfahrungen und nutzen diese, um dann in der Zukunft ein neues Thema publik zu machen. Und es gibt natürlich diese klassischen Vorstellungen mit anschließender Befragung, bei denen man so eine erste Feedback-Schleife hatte und sich daraus entsprechende Informationen generieren konnte. Wie ist es heute? Wie ist es nun mit Plattformen wie Netflix und Prime Video, Maxdome und alle anderen, die im Moment auf den deutschen Markt stürmen? Es ist so, dass wenn diese nun verstehen möchten, was Sie als Kunde oder Sie als Nutzer sehen möchten, dann analysieren Sie einfach, was Sie bis jetzt geschaut haben. Sie können ganz klar herausfinden, wann etwas gestreamt wurde. Sie können herausfinden, was gestreamt wurde, wie lange dieser Stream lief, ob Sie diese Serie, diesen Film zu Ende gesehen haben oder an irgendeinem bestimmten Punkt abgebrochen haben und dann vielleicht entweder wiedergekommen sind, weil es nur ein zeitlicher Abbruch war, wegen Familie oder anderen Themen, oder war es so, dass Sie diesen Thema nie wieder angeschaut haben und dieses Thema für Sie als Nutzer gar nicht interessant war. Und natürlich gibt es noch die generelle Feedback-Funktion innerhalb dieser Plattformen, kann ich sagen, dieser Film gefällt mir und dieser nicht. So, wenn wir uns das Ganze nun mal betrachten, klingt das als ein sehr schöner Fortschritt, was diese Synergie zwischen Produzent und Konsument angeht. Das heißt, die Produzenten produzieren nur das, was wir als Nutzer auch sehen möchten und am Ende sind wir alle froh und wir haben eine Win-Win-Situation. Jetzt darf ich, weil der Herr Weinberg im Nachhinein einen sehr positiven Ausblick geben wird, ein paar Risiken, ein paar Themen ansprechen, die nicht so angenehm sind, was diese Thematik angeht. Denn ist das wirklich so? Haben wir wirklich eine Situation, in der wir wirklich eine Win-Win-Situation haben? Oder birgt das Ganze noch neue Gefahren? Vor einigen Jahren jetzt schon ging die beflügelte Behauptung um die Welt, Daten wären das neue Öl. Ich habe es ja eben schon angesprochen, Netflix produziert solche Daten, die können genutzt werden, um solche Prognosen vielleicht zu stellen. Ich merke aber immer mehr, dass die Aufmerksamkeit das ist, was den eigentlichen Wert generiert, die eigentlichen Daten generiert. Und jetzt nur eine kleine Frage an Sie hier im Raum. Haben Sie sich schon mal selbst dabei erwischt, wie Sie sogenanntes Binge-Watching betrieben haben? Das heißt, irgendwann hat Ihnen der Streaming-Anbieter gesagt, entschuldigen Sie, sind Sie überhaupt noch da? Schauen Sie gerade so lange? Ist das Ihnen schon mal passiert? Einfach mal kurz die Hand heben. Sehe, einige ist es der Fall. Und jetzt ist die Frage,
Was ist nun, wenn diese Anbieter, die die Möglichkeit und den Zugang zu diesen Daten haben, mit verschiedenen Methoden versuchen, dieses Verhalten noch zu motivieren? Das heißt, sie noch länger bei der Stange zu halten, zum Beispiel durch Werbung, personalisierte E-Mails, personalisierter Zugang, personalisierte Serienverhalten, wie wir sie auf Netflix vor kurzem gesehen haben, spezielle Serien produzieren für bestimmte Typen. Was wäre oder wann wäre das Ganze kritisch? Wann ist das ethisch vielleicht doch sogar verwerflich? Meiner Meinung nach dann, wenn überprüft wird, wann wir aussteigen und uns dann genau in diesem Moment oder zu diesem Zeitpunkt personalisiert Angebote zur Verfügung gestellt werden, um uns noch länger bei der Stange zu halten, um uns zu motivieren, über das Befinden oder die Motivation, die wir grundlegend hatten, uns durch Fernsehen entsprechend abzulenken, länger in diesen Medien zu verweilen. Wie wird sowas gemacht, rein technisch? Bisher war es einfach so, dass wenn eine solche Methodik auf den Markt kam, hat man Studien durchgeführt, sogenannte randomisierte Kontrollstudien. Man hat Personen zum Beispiel in einem Meinungsforschungsinstitut eingeladen und gebeten, über eine bestimmte Thematik zu reden oder ihre Meinung darzulegen. Hierbei war es immer so, dass diese Personen, ihnen wurde klar gesagt, sie sind in einer Studiensituation, sie werden aufgenommen, sie werden kontrolliert. Das war das Einverständnis, was geholt wurde. Heutzutage, in Zeiten der Digitalisierung, funktioniert das anders. Ich als Informatiker kann Ihnen sagen, dass es unglaublich einfach ist, ein sogenanntes A/B-Testing durchzuführen. Was bedeutet das? Naja, ich zeige der Hälfte meiner Nutzer die eine Variante meiner Webseite, meines Produktes, meiner Serie und der anderen Hälfte die andere Variante und kann so ganz schnell gegeneinander ausspielen und herausfinden, welche den Nutzen, den gewünschten Effekt, den ich optimieren möchte, zum Beispiel Zeit auf meiner Plattform, entsprechend besser erreicht. Das heißt, ohne das Einverständnis des Nutzers kann nun eine solche Studie durchgeführt werden und das Ganze weiter optimiert werden. Und ich kann Ihnen sagen, dass fast alle aufmerksamkeitsheischenden Maßnahmen über ein solches A/B-Testing im digitalen Raum optimiert werden können. Einfach, weil es so einfach ist, über die IP-Adresse oder über den Nutzernamen entsprechend zu halbieren und die Hälfte dieser Thematik zu zeigen und der anderen diese. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Eine Sache, die sich aus etwas Ähnlichem entwickelt hat, möchte ich heute vorstellen. Und zwar, was passiert, wenn diese Thematik unkontrolliert passiert? Eine Story, an der wir gerade aktiv forschen mit Abschlussarbeiten, wurde vom Autor James Bridle angestoßen und er hat das Folgende bemerkt. Wenn Sie sich schon mal auf YouTube bewegt haben, da gibt es seit einiger Zeit die Autoplay-Funktion. Sie setzen sich also mit Ihrer Familie vor den Computer und starten ein Video. Wenn das Video zu Ende ist, gibt es diese Autoplay-Funktion und es wird direkt das nächste Video angezeigt. Und danach folgt das nächste, ohne dass Sie interagieren müssen. Jetzt hat er Folgendes festgestellt. Wenn nun Kinder davor sitzen, das erkennt der Computer daran, dass sie sich vielleicht dem Kind ein anderes Programm zeigen, malen lernen, Zahlen lernen, Buchstaben lernen, dann passiert etwas Komisches. Sie starten mit einem Video, was Sie für pädagogisch wertvoll halten, und das Folgevideo ist schon suspekt und spätestens nach ein paar Schritten werden diese Videos vollkommen chaotisch. Was ist da passiert? Es scheint eine Gruppe von YouTube-Accounts zu geben, die ihre Videos darauf optimiert hat, dass diese Autoplay-Funktion das Video vorschlägt. Die Kinder, die vorm Computer sitzen, haben keine Möglichkeit zu sagen, möchte ich nicht sehen, weil die Altersstufe diese Handlungsoption mit dem Computer noch gar nicht zulässt. Also können sich die Zuschauer nicht aktiv dagegen entscheiden. Und wir haben auf einmal den Fall, dass wir hier durch eine solche weiter optimierende Verfahren eine brisante Situation geschaffen haben. Und das wurde bisher journalistisch aufgearbeitet. Und wir versuchen diesen Effekt gerade wirklich wissenschaftlich nachzuweisen. Also dort Stand der Forschung. Also, das Risiko, was wir in diesen Bereichen, in all diesen Themen sehen, ist, dass individuelle Maßnahmen per A/B-Testing, wie ich es eben vorgestellt hatte, genutzt werden, kombiniert mit Themen des maschinellen Lernens. Das gebe ich hier nur als Ausblick. Da ich nur 20 Minuten bekommen habe, muss ich das abkürzen. Aber all diese haben die Fähigkeit, uns an den Punkten zu treffen, an denen wir schwach und verwundbar sind, weil sie entsprechend diese Möglichkeiten haben und dann uns entsprechend in diese Zeit nehmen, die wir im Privatleben bräuchten, weil sie uns immer mehr die Aufmerksamkeit auf diese Medien lenken, auch wenn wir das gar nicht wollen. Und richtig schlimm wird es, wenn es um Kinder geht, weil Kinder fehlt
durch diese Themen, durch diese Motivation, immer länger zu sehen und immer mehr dieser Serien zu verfolgen, wertvolle Entwicklungszeit. Und es könnte sein, beziehungsweise ich prognose in die Zukunft, dass wir da auf ein großes Problem stoßen. Da ich aber nicht immer nur mit Problemen aufhöre, habe ich mir überlegt, was wir tun könnten. Sie als freiwillige Selbstkontrolle könnten überlegen, ob es eine Art Selbstverpflichtung gibt. Wir als Sender, wir als Produzent oder wir als Video-on-Demand-Anbieter verpflichten uns, keine Personalisierung von Medieninhalten, die darauf abzielen, in mit Werbung finanzierten Inhalten zu verweilen. Dieser Werbungsaspekt bringt den Kommerz rein, der bringt man ist auf dieser Plattform nicht, um zu lernen, sondern damit die Werbung geschaut wird. Und die Personalisierung ist das Gefährliche, was auch gerade mit diesem A/B-Testing näher differenziert und näher herausgefunden werden kann. Da als kleine Anekdote bzw. als Ansporn für jemanden, der sich damit näher beschäftigen will, gibt es einen super TED-Talk von Christian Harris, Time Well Spent. Das einfach nur als Anklang. Und die Frage wäre, ob man einer solchen Selbstverpflichtung noch Informationen hinzufügt. Deklaration von Tests, solchen A/B-Tests, die machen wir nicht oder wir geben ihnen die Möglichkeit auszusteigen. Wir nehmen nicht alle Nutzerdaten, sondern nur die, die aktiv sagen, ja, Sie dürfen mit meinen Nutzerdaten solche Tests durchführen, Sie dürfen mich in solche Kontrollgruppen schleusen oder nicht. Das wären Optionen, der Thematik entgegenzuwirken. Das sind aber alle Selbstverpflichtungen und wir haben ja eben schon gehört, dass diese Selbstverpflichtungen unter Umständen belächelt wurden. Vielleicht müssen wir, gerade was das Thema Kinder angeht, was das Thema Jugendliche angeht, einen Schritt weitergehen. Vielleicht ist es hier so weit, dass wir als Politiker entscheiden müssen, dass die Verbote aussprechen, solche Themen, sowas wie A/B-Tests für Medien im Bereich Jugendliche einzusetzen. Und wenn wir Verbote haben, dann aber auch bitte eine aktive Überwachung einschalten, wie wir sie ja mit der Datenspende, mit der Dr. Zimmer im Google-Bereich schon mal gemacht haben. Wir als Informatiker können Ihnen da weiterhelfen, solche Überwachungen auch darzulegen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist Aufklärung leisten. Ich war super überrascht über die vielen multimedialen Lernangebote, die die FSF auf ihrer Webseite den Lehrern zur Verfügung stellt. Ich komme privat aus einer Lehrerfamilie. Ich hatte sogar schon zwei Cousinen, die die Materialien ihrer Seite heruntergeladen haben und aktiv im Unterricht verwendet haben. Die muss man nur weiterentwickeln, weil es da auch darum geht, dass diese Themen, diese Manipulationsmöglichkeiten oder diese Meinungshasche, die in diesen neuen Themen aufkommen kann, auch bewusst gemacht werden muss. So, und ich wurde gebeten, ein bisschen mich zu beeilen, deswegen habe ich nur noch eine Conclusio für Sie. Und die wäre, damit wir und unsere Kinder sicher in die Welt des Fernsehens abtauchen können, muss das A/B-Testing, was auf uns zukommen wird, und der Einsatz aufmerksamkeitserheischender Maßnahmen zumindest ethisch nachvollziehbar gestaltet werden, weil wir ansonsten die Gefahr laufen, dass wir gerade in der neuen Generation irreversible Schäden anrichten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe noch für Fragen zur Verfügung. An der Stelle leider die Fragerunde nicht so eins zu eins direkt, wie wir es uns wünschen würden, aber wir haben einfach noch viel was passiert. Ich bedanke mich bei Tobias Kraft, der natürlich weiter an dieser Veranstaltung teilnimmt, unter anderem den Zauberwürfel lösen wird oder vielleicht auch nicht, aber wir hatten da so einen Deal, vielleicht kriegen wir das ja hin, aber natürlich auch dann für Ihre Fragen wirklich noch da ist. Also nicht, dass Sie, es gibt da eine Pause, da kann man sich ein bisschen miteinander nochmal unterhalten und nochmal nachhaken. Auf jeden Fall vielen Dank und wir machen gleich mit der nächsten Stunde weiter, so wie in so einem großen Uni-Nachmittag. Und zwar der nächste ist Egbert van Weingarten von der Makromedia Hochschule München. Der setzt sich in seiner Forschung mit der Frage auseinander, wie die Wertschöpfung im Nachrichten- und Unterhaltungsmedium in Nachrichten- und Unterhaltungsmedien, Verzeihung, im digitalen Zeitalter funktioniert. Und er spricht im Folgenden, vielleicht kann man es sogar schon lesen, neue Inhalte für anspruchsvolle Mediennutzer, wie Fernsehen auch in Zukunft relevant bleiben kann. Und das ist, glaube ich, sowieso die Frage, auf die jetzt hier vieles zuläuft. Egbert van Weingarten, bitteschön. Sehr verehrte Damen und Herren, sehr verehrte Kollegen auch von der FSF, vielen Dank für die Einladung. Ich setze mich seit vielen Jahren mit der Zukunft des Fernsehens auseinander. Ich bin vor 20 Jahren als holländischer Querdenker zu Leo Kirch gekommen, um
Fernsehen fürs Internet zu machen. Daraus hat sich vieles entwickelt, unter anderem eine Professur für Film und kreatives Schreiben in München. Ich bin auch Trainer an der ARD-ZDF Medienakademie und setze mich sehr intensiv mit Formatentwicklung, sowohl inhaltlich, was für Art von Projekten brauchen wir heute, als auch methodisch, mit welcher Art von Methoden, agilen Methoden, Design Thinking, können wir da auch innovativ vorankommen. Und letztes Jahr habe ich ein Buch darüber geschrieben, digitale Formatentwicklung. Da findet man viele Gedanken über, wie man neue Inhalte für anspruchsvolle Nutzer herstellen kann. Vielleicht erinnern Sie sich an den 21.11.1980. Da gab es noch keine freiwillige Selbstkontrolle. Aber lief im Fernsehen die 58. Folge in der dritten Staffel von Dallas. Und es ging da um die Frage, wer hat auf den Bösewichten JR geschossen? Ich musste das sehen, ich wollte das sehen, ich musste am nächsten Morgen in der Schule darüber reden können. Dürfte aber nicht von meinen Eltern, weil es eine amerikanische Serie war. Und ich habe mich dann in den Garten der Nachbarn geschlichen. Es regnete, wie oft im November in Holland, und habe dann diese Folge gesehen. Sie hatte eine Einschaltquote von 53%, Marktanteil von 76%. Davon gibt es kein Bild, weil ich habe das illegal gemacht. Aber es gibt hier ein Bild aus einem Kurzfilm, wo zwei kurdische Kinder illegal Superman schauen. Und so hat sich das für mich angefühlt, Dallas zu schauen im Garten der Nachbarn. Damals war das Fernsehen ein Grundnahrungsmittel. Heute ist es nicht mehr so stark. Warum würde ich heute fernschauen? Technologisch gesprochen ist das Fernsehen, kann man sagen, obsolet. Ja, es gibt noch das Dispositiv mit einem Produktionssystem, einem Finanzierungssystem, eine Art von Fernsehästhetik, bestimmte Formate, teilweise auch sehr merkwürdige Sender, Endgeräte. Aber heute hat sich das Fernsehen immer mehr zum Nebenher-Medium entwickelt, zum Second Screen, wo doch der First Screen unser Smartphone ist. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Endgeräte, wo wir allerlei Dinge gucken können, endlos viele Medienangebote, und mit jedem neuen Video, das auf YouTube hochgeladen wird, mit jedem neuen Streamingdienst, gibt es einen Grund weniger, klassisch, lineares und deutsches Fernsehen zu schauen. Martin Scorsese hat einen sehr interessanten Satz gesagt im letzten Herbst über das Kino, den ich aufs Fernsehen übertragen möchte. Er hat gesagt, das Medium Kino ist am Ende seines Weges angekommen. Und ich denke, das trifft auf das Fernsehen, so wie es gekannt haben, auch zu. Die technologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, die auf uns zukommen, wird das Fernsehen auf ungeahnte Weise verändern. Aber das ist natürlich auch eine Chance. Die junge Generation sieht darin erstmal ins Fernsehen, wie sie sagt, kaputtes YouTube. Ist es das? Oder doch nicht? Was macht Fernsehen interessant und wie kann man neue Formate schaffen, die wie Dallas 1980 Ereignisse sind? Denn das Bedürfnis von Menschen nach gut erzählten audiovisuellen Geschichten, nach gut recherchiertem, gesinnungsfreiem Journalismus, nach Angeboten im Bereich Bildung, Wissen, Kultur, Sport, Unterhaltung ist ungebrochen. Aber die Menschen wollen das immer mehr ohne die Zwänge des Fernsehens haben. Warum linear? Warum auf bestimmten Endgeräten? Warum in einer festen Form, mit einer festen Länge? Warum immer nur Video? Warum ohne Links auf weitere Inhalte? Warum ohne Rückkanal? Als kommunikative Einbahnstraße, die mich in einer unmündigen, passiv rezipierenden Haltung zwingt. Warum mit Werbung? Die junge Generation schaut nicht mehr fern. Auch wenn die Zahlen was anderes sagen, wenn man mit denen redet, kommt etwas sehr, sehr Klares zurück. Und was aber bleibt, auch bei denen, ist das Verlangen nach großen, mitreißenden Erzählungen. Das Verlangen, Teil zu sein von großen Ereignissen im Hier und Jetzt, das Bedürfnis nach Distinktion. Ich sehe etwas, das du nicht siehst. Und vielleicht jetzt in der jungen Generation, wie wir es am Freitag immer beobachten können, der Drang, Probleme anzupacken und die Welt zu verändern. Auch darin sehe ich eine Chance. Und vielleicht sollten wir statt von Fernsehen von einem neuen Begriff sprechen, Fernsehenähnlichkeit, TV-ness würde man auf Englisch sagen. Also Angebote, die tatsächlich besondere Ereignisse zeigen, die man individuell und kollektiv erleben kann, passiv konsumieren kann, aber zeitgleich auch interaktiv genießen kann. Und ich denke, eine Voraussetzung dafür ist, dass wir den Plattformgedanken loslassen. Wenn wir davon reden, wie das Fernsehen in Zukunft relevant bleiben kann, dann müssen wir auch davon reden, wie wir mit unseren Endkunden umgehen wollen. Gerade haben wir schon einen sehr interessanten Einblick davon gehabt von Herrn Kraft. Welche Bedürfnisse und Instinkte wollen wir dabei ansprechen? Sprechen wir die Menschen an wie Konsumenten, deren Aufmerksamkeit auf Werbebotschaften gelenkt werden soll, als Abonnenten, denen man hochwertige Special-Interest-Programme bieten muss, oder als Bürger,
Citoyens, deren Bedürfnisse als Menschen, die in einer Gesellschaft leben, welche sie auch mitgestalten, wir ernst nehmen müssen. Also Zuschauer nicht betrachten, wie ein berühmter Satz von vor 2 Jahren sagte, als ein bisschen fettleibig, ein bisschen arm und ein bisschen einsam, sondern als Menschen, die sehr intelligent, aber sehr beschäftigt sind. Sehr intelligent, aber sehr beschäftigt. Das heißt, man muss auf eine gewisse Art und Weise, vor allem auch respektvoll, mit ihnen umgehen. Zwischen YouTube mit seinem Do-it-yourself-Content, Lifestyle-Inhalte, Tutorials, Trash, auch viele gute Dinge, und auf der anderen Seite Netflix mit seinen astronomischen Produktionsbudgets, seinen Bestreben, Avantgarde-Inhalte zu bieten für eine Global Audience, drohen nationale und regionale Sender unter die Räder zu kommen. Mittelmaß, ein bisschen sehenswert, aber auch ein bisschen verzichtbar, handwerklich ganz in Ordnung, aber nicht spektakulär, der nett gemeinte Fernsehfilm, das 10.000. Dienstagskrimi, Scripted Reality, alle diese Dinge, die wir geschaut haben, als es noch nichts Besseres oder Passenderes gab, werden es künftig immer schwerer haben. Mittelmaß ist tot. Und die Sender müssen sich immer mehr fragen, was Arbeitsbeschaffung oder Programmschemabefüllung und was wirklich Dienst an ihre Zuschauer ist. Da würde ich ganz kurz auch auf die Diskussion über Qualität vor Quantität oder Quote eingehen, die es im öffentlich-rechtlichen Bereich gibt. Ich denke, dass wir da auch ein bisschen neu denken müssen. Ist Qualität das, was das Feuilleton würdigen würde? Oder was ist es das, was eine bestimmte Zielgruppe gerade braucht und dann auch annimmt? Ist es also Produktqualität oder ist es Servicequalität? Vielleicht sogar Erlebnisqualität? Vielleicht mit Gedanken in diese Richtung können wir in diesem Bereich auch weiterkommen. Ich würde Ihnen gerne das Mission Statement eines europäischen Senders vorlesen. Wir sind ein Medienangebot für Mehrwertsucher, das Informationen und Orientierung über die Welt vermittelt, quer über alle Plattformen hinweg. Ich finde dieser Begriff Mehrwertsucher so interessant. Da wird ein Gedanke sichtbar, den wir auch weiter verfolgen sollten, meiner Meinung nach. TV, Rundfunk, auch wieder vielleicht eher öffentlich-rechtlich, aber auch privater Rundfunk, ist Teil unserer sozialen Infrastruktur, wie das Archiv, wie das Stadttheater, das Museum, die Bibliothek, wie der Platz, wie der Stadtpark. Orte, wo wir lernen können, wer wir sind, wer die anderen sind, wo wir vertiefen können, was uns interessiert, wo wir Mehrwert finden. Doch wie schaffen wir Mehrwert? Ich denke, dass ein Schlüssel liegt in eine Betrachtungsweise, die eingeht auf das Bedürfnis nach Zugehörigkeit von Menschen, nach Teilhabe. Also Medienangebote so zu gestalten, dass durch ein konsumierbares Angebot, aber auch ein Drumherum eine gemeinsame Herstellung von Bedeutung stattfinden kann. Wenn ich mir schon keine Großstadtwohnung mehr leisten kann, wenn eine KI meinen Job wegautomatisiert, dann möchte ich wenigstens als Mensch wahrgenommen, gewürdigt, anerkannt werden. Ausgeschlossen sein, sich ausgeschlossen fühlen, führt zu Wut, Extremismus, Hass, wie wir es allzu oft sehen. Nur senden also reicht nicht mehr. Wir müssen selbst auf Empfang gehen. Einfach mal hingucken, wer die Menschen sind, die man adressieren möchte. Heute Abend läuft, wirklich heute Abend, Lissabon-Krimi, Feuerteufel, Germany's Next Topmodel, Freundinnen jetzt erst recht, geheimnisvolle Wildblumen. Wer von Ihnen weiß wirklich aus erster Hand, wer die Leute, die das schauen sollen, sind. Wie sie leben, was sie für Sorge haben. Wer von Ihnen kann sagen, ich arbeite nicht nur aus Verständnis, sondern auch aus Empathie für mein Publikum heraus. Das, meine Damen und Herren, ist für mich Nutzerorientierung. Natürlich bezieht man allgemeingültige Mediennutzertypen oder Sinusmilieus mit ein. Daten aus der Medienforschung oder Ergebnisse aus Fokusgruppen. Aber ich denke, unersetzlich ist die empathische Begegnung auf Augenhöhe mit dem Publikum. Und die kann man nicht outsourcen. Das muss man zumindest teilweise auch selbst tun. Teams müssen das tun, Redaktionen. Und Sie werden staunen, was Ihnen die Leute sagen, welche Bedürfnisse sichtbar werden und auch werden Sie erfahren, warum viele nicht oder nicht mehr Ihre Kunden sind. Ich habe vor 4 Jahren eine sehr intensive Nutzerstudie gemacht mit einer Redaktion. Wir sind auf die Straße gegangen, haben die Leute befragt und dann Personas erstellt, also idealtypische Mediennutzer. Und eine davon hieß Helga. Und vor 2 Wochen habe ich die leitende Redakteurin wieder gesehen. Ich habe mir gesagt, Helga war so hilfreich und ist immer noch so hilfreich für uns. Sie ist unsere Richtschnur, wenn wir entscheiden sollen, was wir machen. Und das basiert auf Recherche, das basiert auf Empathie.
Nutzerorientierung heißt natürlich auch noch mehr. Heißt, Inhalte dorthin bringen, wo die Leute sind. Man kann sie nicht mehr zwingen, wie man mich am 21.11.1980 noch zwingen konnte, zu einer gewissen Uhrzeit ein ganz bestimmtes Medium zu nutzen. Man kann natürlich die Menschen einladen, sie vielleicht auch dazu verführen. Weitere Aspekte sind Interaktion. In unserer vernetzten, always-on-Multiplattform-Welt können wir sehr selbstbestimmt die Mediennutzung. Lassen Sie also die sehr intelligente, aber sehr beschäftigte Bürger selbst entscheiden, in welcher Form und wie intensiv sie sich mit Themen auseinandersetzen, welchen Weg sie durch eine Erzählwelt gehen, wie eine Geschichte ausgeht. Sorgen Sie dafür, dass Angebote interaktiv nutzbar sind. Geben Sie Auswahlmöglichkeiten. Wunderbare Beispiele aus der letzten Zeit, die Black Mirror-Folge Bandersnatch, interaktiver Film. Bald nächste Woche die interaktive Adventure-Show You vs. Wild. Aber auch andere Dinge, zum Beispiel Galileo macht immer wieder Experimente mit Interaktion und Gamification. You Are President war ein schönes Beispiel. Da gibt es viel, was man machen kann. Weiterer Aspekt, Nutzerbeteiligung. Geben Sie den Menschen die Möglichkeit, sich einzubringen. Kontroverserweise sage ich jetzt mit ihren Daten. Zum Beispiel in Form der personalisierbaren Webserie Do Not Track über Tracking. Oder mit Ideen, Texten, Bildern und Videos, wie es das skandinavische Fernsehen oft macht, der finnische Sender Yle mit Mental, das in Deutsch als Freaks von Funk adaptiert wurde, oder ein wunderbares kleines niederländisches Format, wo Leute echte Geschichten erzählen, das heißt echt gebührt. In Form von Dialog und Debatte, wie beim Projekt Uploading Holocaust oder auch Generation What. Und natürlich mit so Dingen wie die Votings bei den großen Shows. Nutzerbeteiligung heißt auch, den Leuten ermöglichen, mit dem Gesehenen etwas machen zu können, es zu kommentieren, es weiterzusagen, zu teilen, vielleicht auch zu verändern. Die Mediennutzer also nicht nur autonom und selbstbestimmt, sondern auch aktiv Teil eines größeren Geschehens werden lassen. Es gibt Platz für sie, sie haben eine Funktion. Nutzerbeteiligung führt zu einem Gefühl von Ownership. Ihre Medien gehören auf eine gewisse Art und Weise ihnen und Ownership führt zu Akzeptanz, Engagement, Fankultur. Eine ganz große Entwicklung, gerade haben wir schon auch etwas darüber gehört, sehe ich in der Personalisierung, der automatische Anpassung von Medieninhalten, je nach zum Beispiel Zeitbudget oder Interessenslage, je nach Vorlieben, Nutzungssituation, Location, Wetter, Stimmung und so weiter. Da werden künstliche Intelligenz, Maschinenlernen, das Internet der Dinge enorme Entwicklungen lostreten. Ich denke, das Ende vom Broadcasting definitiv einläuten. Wir werden dann Narrowcasting haben, eine extreme Mikrosegmentierung, die natürlich auch ethisch begleitet und diskutiert werden muss. Erste Beispiele, wo man auch sehen kann, wie man das als Programm schon gestalten kann, sind Werbekampagnen, programmatische Werbekampagnen, wie zum Beispiel Romeo Reboot von X Brazil, wo 50.000 verschiedene Trailer für einen Kurzfilm generiert wurden. Die BBC arbeitet auch in diese Richtung mit einem Ansatz, der sich Object-Based Media nennt. Zeige ich gleich noch was dazu. Ja, kann man noch Ereignisse schaffen? Ich denke, durch Innovation. Innovation in der Art, wie wir erzählen, Programme, Filme, Serien gestalten, Inhalte verbreiten, indem wir auf die Mediennutzer eingehen, indem wir Themen in ihren Alltag integrieren, wie es ihnen und vielleicht nicht unbedingt uns recht ist. Ein sehr interessantes Beispiel ist da die Serie Druck, eine Adaption der norwegischen Serie Skam, die seit 2018 auf Funk zu sehen ist. Die arbeitet mit einem Distributed Content Model, wo unter der Woche Fotos, Videos, Nachrichten auf Instagram und WhatsApp publiziert werden, ohne Vorwarnung, in Echtzeit. Die Nutzer machen sich dann zu Detektiven und es entsteht eine Logik, die man Pull statt Push nennen kann. Die Peer Group selbst treibt die Verbreitung und Fankultur voran. Vielleicht Scam und Druck hier als genaues Gegenteil der großen Shows. Freitags wird dann das Gesehene und Geschehene der Woche zusammengefasst in einer Serienepisode auf YouTube, die nochmal die Perspektive auf Figuren und Handlung erweitert und variable Längen haben kann. Die Episoden sind ebenso lange, wie das Thema braucht oder trägt. Das ist, was ich meine mit TV-ness. Es könnte so nicht im Fernsehen laufen, es ist aber noch sehr angelehnt natürlich an, was Fernsehen auch ist und sein möchte. Hier das Besondere, die Überraschungseffekte in Social Media machen der jungen Zielgruppe teilweise süchtig nach diesem Format. Der Echtzeitaspekt macht es, dass es besonders real und authentisch wirken kann, am Puls der Zeit. Es spiegelt auch die Alltagssituation der Zielgruppe perfekt wider. Und im Ergebnis betrachten Teens Druck weniger als eine fiktionale Welt, denn als eine Erweiterung ihrer eigenen Welt. Weniger als die auferlegte Vision eines Autors, denn als persönliches Erlebnis, das nur für sie gestaltet ist. Und der Schlüsselbegriff heißt hier Engagement, Engagement.
Interaktion und Engagement sind vielleicht viel wichtigere Kennzahlen für Programmmacher und Werbetreiber als passiver Videokonsum. Hier ein Werkzeug, mit dem ich sehr viel arbeite in der Formatentwicklung, sehr, sehr simpel, ein Dreiklang aus drei Betrachtungsweise, drei Dinge, Themen, Menschen, Plattform, Themen. Was möchte ich erzählen? Welche Inhalte und Mediengattungen möchte ich bedienen? Hier sind wir auf redaktioneller, produktioneller Ebene unterwegs. Dann natürlich die Frage nach den Menschen. Für wen ist es gedacht? Welche Zielgruppe, welche Werte, welche Bedürfnisse, welche Mediennutzung haben diese Menschen? Hier sind wir auf der Rezeptionsebene. Dann Plattform. Wie kann ich es vermitteln? Über eigene Kanäle, Plattformen, Dritte. Verfolge ich eine Multiscreen-Strategie, Cross-Media-Strategie, die Ebene der Distribution. Neue Inhalte für anspruchsvolle Nutzer bewegen sich weg von der festen Plattform-Denke. Zuerst eine Nutzerorientierung, eine themenbasierte Konzeption, die Gestaltung von Erzählwelten. Medienangebote werden darauf dann entwickelt als Nutzererfahrungen, wo man Themen sehr vielseitig erleben kann. Und Medienangebote werden zunehmend auch als Brands gedacht werden müssen, die vielfältige Plattformen und Inhalte umfassen können. Ich würde Ihnen gerne einen kurzen Ausschnitt zeigen aus einem Video von BBC Research and Development. Die arbeiten sehr an diesen Fragen, wie man relevante Inhalte und Angebote schaffen kann. Und ein paar interessante Dinge werden hier sichtbar. Kurzer Ausschnitt. BBC Research and Development has shaped the future of broadcasting for the BBC. For the first time ever, as part of Civilizations, we're opening up our tools and technologies to the cultural sector. Going beyond broadcast, going into the wide open space of R&D feels very fresh and exciting. This is technology that I've heard about, but I've never actually had a go with before. Incredibly exciting ideas and projects full of imagination and creativity. Bringing together technology and arts and culture has fused together something that, you know, just opens up the possibilities. Over the last year, we've made and tested more than 30 prototypes, all new digital story formats, rethinking the way we tell new stories for hard-to-reach audiences, like the under 35s. We've now launched pilots of the best formats from this project on the BBC News website to learn more. From expanding explainers to choose your own format guides, the response we've had already has been really positive. People are more engaged with the stories and find the formats help them understand. Also ein paar Gedanken, die hier hinter dieser Entwicklung bei der BBC stehen. Also ein Ansatz ist, Inhalte besser verfügbar machen, extra Angebote fürs Netz zu schaffen, Austausch mit dem Publikum zu ermöglichen, Beteiligung zu ermöglichen, online unabhängig vom linearen Programm denken und Plattformen bauen, die offen sind für Dritte. Und das ist nochmal dieser Gedanke auch der sozialen Infrastruktur. Zurück zum deutschen Fernsehen. Klar ist die Notwendigkeit, Mediennutzer als Bürger ernst zu nehmen und auch die Konkurrenzsituation natürlich nochmal ins Auge zu fassen, die Gestaltungsmöglichkeiten, die wir haben, die vielfältiger sind denn je. Was kann man tun? Was kann man tun, um in Zukunft auch noch relevant zu sein? Also ich denke, ein Aspekt ist da, inhaltlich für Innovation zu sorgen und Variation, die Monokultur zu beenden, nicht noch ein Krimi, noch eine Kochshow, noch ein Promi, ich weiß ich was. Ein zweiter Aspekt ist, Nischenpublikum mit Special Interest Programmangebote zu versorgen. Stärken ausspielen des Fernsehens. Ist es Live, Event, Sport oder ist es eher Kenntnis von, Zugang zu, Verständnis vom lokalen Publikum, Vielschichtigkeit des Angebots als Mainstream und Nische? Das haben die Sender natürlich auch verstanden. Da ist unglaublich viel in Bewegung. Der digitale Wandel wird auch in allen Sendern mehr oder weniger vollzogen. Ein dritter Aspekt, Plattformen bauen. Da gibt es in Deutschland auch sehr interessante Initiativen. Und ein vierter Aspekt, Medienhäuser als offene, agile Organisationen gestalten, statt als abgeschottete Behörden. Ich habe nochmal recherchiert, in vielen Jahresberichten findet man so Begriffe wie Nutzerorientierung und Crossmedialität als beschlossene Sache schon vor 5 Jahren.
Aber in den Redaktionen ist das noch lange nicht angekommen. Die sind fürchterlich alleingelassen oft, wenn es darum geht, neue Formate zu konzipieren, sie umzusetzen, auch Fernsehformate in die Digitalwelt hinein zu erweitern. Da gibt es viele Hindernisse und ich denke, dass agile Ansätze in diesen Medienhäusern einen Ausweg bieten können. Und natürlich innovativ zu sein. Wo ist denn das deutsche Bandersnatch? Und das bringt mich zu meinem letzten Satz, ein Aufruf irgendwie auch. Lasst uns Futuristen sein. Unser Job ist es, als Medienmacher, als Vertreter von wichtigen Distributionsplattformen und Produktionseinheiten voranzugehen, Zukunftsszenarien zu entwickeln, zu zeigen, die Bürger zu begleiten in den Transformationen der Gesellschaft, die auf uns zukommen. Und natürlich inhaltliche und formelle technologische Neuerungen voranzutreiben. Bloß keine Angst haben. Vielen Dank. Dankeschön, Egbert van Weingarten. Das ist jetzt eigentlich ja schon so ein Moment, wo man so eine kurze Standing Ovations oder zumindest ein Tränchen im Augenwinkel erwartet. Lasst uns Futuristen sein, merken Sie sich das. Sie können Egbert van Weingarten bestimmt auch nachher nochmal ansprechen direkt. Wie auch hier können wir jetzt keine direkte Frage- und Antwortrunde machen. Aber ich darf noch verweisen, dass es ein Interview mit Herrn van Weingarten gibt und zwar in der Ende April erscheinenden TV-Diskurs. Da kann man also auch nochmal was lesen in diesem Printmedium, das es ja auch noch gibt. Ich weiß nicht genau, ob Annette Kümmel jetzt ganz direkte Antworten hat auf die Frage, ob TV wirklich kaputtes YouTube ist oder was jetzt nochmal mit Helga genau los ist. Aber sie ist auf jeden Fall Senior Vice President Governmental Relations and Regulatory Affairs bei ProSieben Sat.1 Media und spricht über TV-Zukunft. Und das ist ja ein ganz großes Thema. Trotzdem werden Sie nicht ganz viele Stunden Zeit haben. Aber vielleicht bringen Sie es schnell auf den Punkt. Schön, dass Sie da sind. Annette Kümmel. Ich versuche mich zu beeilen und ich bin froh über die Vorredner. Erstens werde ich einen flammenden Appell auch, ich weiß nicht, ob jemand die... Super. Für Selbstverpflichtung, deswegen sind wir ja auch hier, um die erste Selbstverpflichtung, die wir in die FSF institutionell überführt haben, auch zu feiern. Ich würde es nur gerne in meinem Ausblick ein bisschen futuristisch ohne das Risiko, die Werbefinanzierung der Inhalte versuchen umzusetzen. Und Egbert von Weingart, vielen Dank. Im ersten Moment dachte ich, jetzt müssen wir erstmal eine flammende Rede und einen Werbespot für TV halten. Aber alles, was Sie gesagt haben, ist verstanden. Bin froh, dass Sie auch gesagt haben, die Medienhäuser arbeiten daran. Denn so ist es. Wir gestalten, denke ich, die Zukunft von TV neu. Und ich rede einfach weiter, solange die Präsentation noch nicht da ist. Wir sind auf diesem Weg und diese Transformation findet statt. Wenn jetzt die Präsentation kommt, sehen Sie als erstes ein Zitat von Christoph Amend, Chefredakteur des Zeitmagazins, der vor einigen Wochen twitterte, fast prosaisch, zeitlich, lyrisch. Was man früher Zappen genannt hat, ist das heute Mediatheken. In Ihren Aussagen vielleicht eher ist das heute YouTuben. Was das sehr schön verdeutlicht, ist, dass der aktuelle Wandel von Rundfunk zu Mediendiensten nicht nur ein semantischer ist in der Benennung von Staatsverträgen. Es ist, wie Sie es auch geschildert haben, natürlich der klare Fingerzeig darauf, dass sich TV, dass sich Entertainment und dass sich das Angebot audiovisueller Inhalte ständig verändert. Ich kann Ihnen sagen, zum Beispiel bei uns im Haus, wir reden nicht mehr von TV. Wir reden von Entertainment. Wir denken Entertainment und Content heute anders und nicht mehr in den verschiedenen Verbreitungswegen. Aber auch das ist ein Prozess, wie auch diese Prozessveränderung der audiovisuellen Medieninhalte ein Prozess ist, der schon mit den ersten Kinos von Lumière angefangen hat und heute zu 270 privaten Zulassungen von privaten TV-Programmen geführt hat. Auch da Veränderungsprozess. Nicht alle dieser lizenzierten Veranstalter sind klassische Fernsehsender. Wir haben hier auch schon ganz neue Angebote drin, die die Rezeptionsform vorweggenommen haben. In den 2010er Jahren ist durch die Transformationsstufe IP-Technologie, leistungsstarke Breitbandnetze ein Wahnsinnsschub reingekommen in der Nutzung von audiovisuellen Angeboten, nämlich durch die Video-on-Demand-Dienste. Es ist eine ganz neue Art des Filmerlebens entstanden, die immer stärker in den Medienalltag sich etabliert hat. Da sind wir. Wir sind schon mal da.
Da ist es, darüber hatten wir schon gesprochen. Bei der Etablierung des VOD-Marktes im Übrigen wiederholt sich etwas, was wir als Phänomen kennen, nämlich dass die Gründerväter des neuen Marktes eben nicht selten etablierte Unternehmen verwandter Branchen sind. Sie hatten auch schon gesagt, Sie kommen aus der Kirchgruppe. Die ersten Startups des deutschen Privatfernsehens hatten mit Leo Kirch einen Filmhändler, mit Axel Springer und Bertelsmann erfahrene Presseverlage als Gesellschafter. Und beim VOD-Markt verhält es sich ganz ähnlich. Nicht nur das Nutzungsverhalten verändert sich, auch der Wettbewerb und der Markt verändert sich entscheidend. Im VOD-Markt jetzt mit dem großen Unterschied, dass globale, internationale Giganten zusätzlich auf den Markt kommen und zunehmend auch Marktanteile gewinnen. Unternehmen aus dem klassischen Medienvertrieb, aus den Bereichen Telekommunikation und Kabel, sei das die Telekom mit Magenta TV, Technikgiganten, Apple mit iTunes und Apple TV, einstige Videoverleiher mit Netflix, DVD- und Bücherhändler wie Amazon, sind Wettbewerber der nationalen Medienhäuser und ehemaligen TV-Veranstalter. Social Network wie Facebook hat zum Beispiel in Südamerika Übertragungsrechte für die UEFA Champions League gekauft. Der Markt, die Nutzung verändert sich komplett. Und da kommt der Werbeblock für TV. Die klassischen TV-Veranstalter von heute sind Teil dieser Entwicklung. Sie sind mit ihren Online-Angeboten zentraler Treiber auch der VOD-Entwicklung aus unserer Sicht. Und wir stellen uns dem Wettbewerb und wir gehen auch in der Art der wir folgen der Art der Rezeption von Inhalten und suchen unseren Zuschauer. Egal auf welchem Endgerät. Vor 20 Jahren sind nur 18% der Bevölkerung online gegangen, haben nur 7% das Handy für den Internetzugang genutzt. Das meistgenannte Problem war der langsame Aufbau von Online-Seiten. Und Sie sehen heute die verschiedene Total Video Usage nach Geräten. In der heutigen Gigabit-Gesellschaft ist es vielerorts selbstverständlich, Spielfilme in HD-Qualität on demand abrufen zu können. Dank verbesserter IP-Infrastruktur und smarter Empfangsgeräte mit hochauflösenden Bildschirmen sind audiovisuelle Inhalte immer, überall und auf allen Empfangsgeräten und ist der Medienkonsum stärker als jemals zuvor. Sie hatten vorhin gesagt und Hans-Peter Siebenhardt hat es letzt auch gesagt, das Endspiel des linearen Fernsehens hat begonnen. Ganz klar, und das gehört nicht nur zum Werbeblock, das ist klare Überzeugung, nein. Vielleicht hat sich die lineare Nutzung überholt und vielleicht hört diese auf, aber Fernsehen, insbesondere die Unternehmen, verändern sich immer wieder weiter und erfinden sich neu. Und im Übrigen spielen sie auch immer noch mit Fernsehen die Hauptrolle und treiben den Prozess weiter. Sie sind im Übrigen auch nach wie vor das meistgenutzte Bewegtbildmedium in Deutschland. Die durchschnittliche tägliche Mediennutzung lag im vergangenen Jahr bei 10 Stunden und 34 Minuten. Davon 50%, Sie hatten es auch gesagt, audiovisuelle Mediennutzung. Und an diesen 312 Minuten betrug der Fernsehanteil immerhin noch 75%. Auch die Tagesreichweite ist nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau von über 70%. Sie ist seit 1999, und das mag bei einem Kongress, in dem man über die Zukunft redet, schon lange zurückliegen, lediglich um 4% zurückgegangen. Wenn man bedenkt, dass ein Teil der gesamten Streaming-Nutzung wiederum auf die VOD-Portale der klassischen Sender entfällt, dann liegt de facto aus unserer Sicht momentan kaum ein Rückgang vor. Und auch bei den Jugendlichen spielt das Fernsehen weiterhin eine zentrale Rolle, wenn auch nicht mehr, natürlich in dem Maße wie vor 20 Jahren. Die aktuelle GYM-Studie von 2018 zeigt, dass die Nutzung von VOD-Diensten im Medienalltag von Heranwachsenden ein fester Bestandteil geworden ist. Demnach sehen 73% der Heranwachsenden regelmäßig fern und Streaming-Dienste werden von 62% regelmäßig genutzt. Mit Blick auf, nicht in die weite Zukunft, aber zumindest die nächsten 4 bis 5 Jahre, wird sich die Entwicklung der verschiedenen Nutzungsarten daher aus unserer Sicht annähern. Wir gehen davon aus, dass TV, das Entertainment aus den Sendern, wie wir es heute kennen, weiterhin ein Leitmedium bleibt. Und zwar nicht, weil wir so weitermachen bisher,
wie bisher, sondern weil wir die Inhalte am Nutzer ausrichten und die Themen, die Sie ja von Weingart genannt haben, natürlich auch heute schon mitdenken und auch adaptieren. Das heißt, auch aus unserer Sicht folgt der Medienkonsum komplett anderen Kriterien. Er ist immer und überall, das hatten wir eben, er ist auf jedem Endgerät. Er ist sehr unabhängig und spontan, heißt auch nicht wirklich oft planbar. Er ist von Ungeduld und von der Angst, etwas zu verpassen, geprägt. Er ist personalisiert und interessengesteuert. Er committet sich auf Content-Marken und auch auf markante Persönlichkeiten. Und das ist das, was wir im Entertainment und von den Medienhäusern bieten müssen. Wir müssen um das klassische Fernsehen herum eine Welt der audiovisuellen Medien schaffen. Wir müssen uns hier, wir müssen diese Veränderung als Chance, aber auch als Herausforderung sehen. Und wir folgen dieser. Sie hatten Galileo genannt, Galileo auch hier eines der Beispiele. Die TV-Veranstalter schaffen Inhalte und sie schaffen mit den Inhalten Erlebniswelten, die verbinden, und zwar in alle Nutzungsformen hinein. Sie haben sich bereits mit Multi-Channel-Strategien und auch Multi-Screen-Strategien diversifiziert. Im Showbereich, und das sind zumindest zwei dieser Beispiele, glaube ich, bieten gemeinschaftliche Erlebnisse, Quality Time, viele Kanäle werden genutzt. Für mich sehr interessant auch Podcasts, Audio wird immer stärker, auch in der Nutzung und in der Rezeption von audiovisuellen Inhalten. Um das Storytelling zu erweitern und um digitale Communities aufzubauen, werden digitale und soziale Medien genutzt. Die Erzählräume der ehemals TV-Veranstalter und Marken erweitern sich und sie werden interaktiver. Auch das ist das, was Sie eben gesagt haben. Wir brauchen einen Rückkanal, wir brauchen einen Austausch. Wir müssen verstehen, was der Nutzer haben möchte. Und deswegen verfolgen wir in der Regel da einen 360-Grad-Ansatz. Spannendster Punkt, auch vor allem für die FSF und den Jugendschutz, ist die Multichannel-Konzeptionierung von Filmen, Serien und lokalem Content. Er steht auf der Agenda und der optimalste Effekt wäre natürlich, wenn unsere Inhalte sowohl beim noch klassischen TV-Publikum als auch von den On-Demand-Nutzern gleichermaßen erfolgreich, aber auch auf den aggregierten Plattformen auffindbar sind. Deswegen sind die Sender dabei oder haben bereits eigene Plattformen entwickelt. Maxdom waren die ersten mit 7TV jetzt in der Weiterentwicklung. RTL mit TV Now sind die Unternehmen gerade mit ihren Plattformstrategien schon am Markt präsent und gehen diesen weiteren Wandel strategisch an. Dabei sind nicht alle Inhalte für die VOD-Nutzung geeignet und umgekehrt nicht alle Streaming-Produkte perfekt fürs Lineare. Das ist der Punkt, den ich meinte mit, wir sehen Content-Entwicklung und Entertainment nutzerzentriert, nicht mehr als TV, sondern tatsächlich als Inhalt, den wir über die verschiedensten Distributionswege und Kanäle und Nutzungsformen an den Markt bringen. Über die Generation Z, die ja über die Zukunft entscheidet, ist auf dem DLM-Symposium ausführlich gesprochen worden. Wir folgen dieser in ihrem Nutzungsverhalten. Wir empfinden sie als weltoffen und aufgeklärt. Ich glaube, diese Generation erlebt viele Veränderungen in rascher Folge, ist nötig gewillt, sich anzupassen, sucht aber auch Ratgeber und sucht einen Überblick. Und den finden Sie nicht nur in Freunden und Verwandten, sondern vor allem auch in Protagonisten, in Serien, in Filmen, in markanten Persönlichkeiten mit authentischen Entertainern und auch von der jungen Generation geschafft. Sie suchen Orientierung. Und das ist, glaube ich, der Kern dessen, was wir aus dieser Old Economy audiovisuelle Inhalte leisten können. Wir können Orientierung bieten, wir können Faces aufbauen, die das gewährleisten. So, was bedeutet das alles für den Jugendschutz und diese Marktveränderungen, für die Selbstkontrolle und die Selbstverpflichtungen? Ich möchte einen kurzen Bogen schlagen. Jugendschutz ist im Prinzip ein zweistufiger Prozess. Zunächst erfolgt die Analyse, ob der Inhalt, der gezeigt werden soll, eine Gefahr für Kinder und Jugendliche darstellt oder nicht. Stellt man fest, dass eine potenzielle Gefährdung vorliegt,
müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Auf dem Prozess der Gefahrenbewertung haben die sich wandelnden Verbreitungswege und Medienmärkte voraussichtlich kaum grundsätzliche Auswirkungen. Es wird bei der Prüfung, ob Serien, Clips, Filme entwicklungsbeeinträchtigend sind, auch in Zukunft meines Erachtens insbesondere auf medienwissenschaftlichen und pädagogischen Sachverstand ankommen und nicht nur Algorithmen und Technik eine Rolle spielen. Und an der Stelle noch einmal auch von hier herzlichen Glückwunsch an die FSF. Ihr habt mit eurer Arbeit in den letzten 25 Jahren dazu beigetragen, dass wir in der Weiterentwicklung des Jugendmedienschutzes einen ganz großen Schritt vorangekommen sind. Eine Erfolgsformel dafür ist aber sicherlich auch, dass sich möglichst viele Sender zusammengeschlossen und sich gemeinsam einheitlichen Kriterien unterworfen haben. Und diese Kriterien, die sich an ethischen und gesellschaftlichen Werten und Normen orientieren, auch immer weiterentwickelt hat. Und hier stelle ich mir die Frage, ob dieser Branchenkonsens nicht langsam erodiert, wenn wir nicht mehr alle relevanten Anbieter an der Ausarbeitung und Anwendung dieses gemeinschaftlichen Bewertungskriterien beteiligen. Viele wissen hier schon der Geburtsfehler, dass ARD und ZDF nicht Teil der FSF sind, ist etwas, was ich von Herzen gerne seit Jahren kritisiere. Er gilt immer noch, er muss aber, finde ich, einen weiteren Schritt nach vorne gehen. Wir müssen die global agierenden Unternehmen immer mehr in die Jugendschutzarbeit mit einbeziehen und wir müssen hier ganz andere Wege gehen. Wird die Prüfarbeit in der Zukunft überflüssig? Auch hier gibt es unterschiedliche Ansätze, über die wir nachher vielleicht diskutieren. Das Hans-Bredow-Institut, gab KJM-Veranstaltung vor kurzem, ist da ja noch skeptisch. Zumindest auch in der Algorithmusprogrammierung ist jugendschutzrechtliches Fachwissen von ganz entscheidender Bedeutung und ist vor allem ein Branchenkonsens wünschenswert. Die Arbeit der FSF zeigt deutlich, dass die Medienmacher hier das Vertrauen hatten, über Selbstverpflichtungen einen Weg zu gehen, den wir uns vor 25 Jahren vielleicht so auch noch nicht vorgestellt haben und zumindest dazu gekommen sind, dass man im Jugendschutzbereich TV sicher als Trusted Media bezeichnen kann. Allerdings die unternehmerische Aufgabe, uns weiterzuentwickeln und damit auch die Selbstverpflichtung, das Wertesystem und den Jugendschutz weiterzuentwickeln, das ist unsere Aufgabe, aber die Bund- und Länderkompetenz muss auch hier, finde ich, noch stärker zusammengeführt werden. Die Balance, die heute an manchen Stellen fehlt, müssen wir zusammenknüpfen. Man sieht so ein bisschen, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass die Schaffung einer effektiven Durchwirkung der Bewertungen der JMSTV-Selbstkontrollbewertung in die Offline-Welt ein wichtiger und bereits überfälliger Schritt ist. Aus meiner Sicht ist der richtig, aber er ist viel zu kurz gedacht. Wenn man auf diese Vielzahl von Zuständigkeiten, Jugendschutzinstitutionen, Selbstkontrollen in Deutschland schaut, finde ich, erkennt man, dass konvergenter Jugendschutz noch ein ganz schönes Stück weit entfernt ist. Wir haben als unternehmerische Verantwortung die Weiterentwicklung der eigenen Inhalte und der Unternehmen. Aber parallel, finde ich, müssen wir alle gemeinsam an der Bildung einer konvergenten Medienordnung arbeiten und eines konvergenten Ordnungsrahmens. Ich weiß, zahlreiche Initiativen laufen dazu. Wir machen erste winzige Schritte mit dem Medienstaatsvertrag. Aber auch das ist mir zu kurz. Ich möchte gerne die Vertreter von Bund und Ländern uns alle ermutigen, den Gesprächsleitfaden aus der Bund-Länder-Kommission von 2016 wieder aufzugreifen. Ich finde, der erste Bund-Länder-Staatsvertrag könnte der im Jugendschutz sein und wir könnten einen sehr großen Weg und einen sehr großen Wurf machen. Die Zeichen der Zeit sind, und das gilt auch für die Veränderung der Medienhäuser und der TV-Veranstalter, sind Kooperationen. Kollaboration und Kooperation ist das Einzige, was uns im Wettbewerb wirklich nach vorne bringt. Und das gilt sowohl für Bund-Länder-Zuständigkeiten, das gehört auch oder ist auch Verantwortung der von der Industrie getragenen Selbstkontrolleinrichtungen. Die Ansiedlung des Jugendmedienschutzes sowohl in der Regulierungswelt der Länder als auch des Bundes hat zu dieser Vielzahl von Ebenen und Zuständigkeit geführt, die es aufzugeben und zusammenzuführen gilt. Dafür würde ich gerne einen klaren Appell leisten und unsere kurzfristige
Erwartung als Medienanbieter ist, dass den Selbstkontrollen bei der Anwendung, Anerkennung von technischen Schutzlösungen und Jugendschutzprogrammen ein breitestmöglicher Spielraum eingeräumt wird, sodass vielfältige Lösungen zur Anwendung kommen können. Aber ich möchte noch einen ganzen Schritt weitergehen. Ich wünsche mir, und dafür reden wir hier auch über Zukunft, einen Jugendschutz-Hub. Ein Jugendschutz-Hub, der eine nationale Strategie für einen zukunftsfähigen Jugendmedienschutz entwickelt, unabhängig von Gesetzgebungskompetenzen. Ziel muss es sein, alle Beteiligten, Bund, Länder, Medienpolitik, die freiwilligen Selbstkontrollen, die klassischen Sender- oder Entertainment-Anbieter sowie die ausländischen VOD-Anbieter über alle Medien hinweg an einen Tisch zu bringen, die sich neben medienrechtlicher, auch medienwissenschaftlicher und medientechnologischer Expertise bedienen. Lassen Sie uns von der Verantwortung und der Zukunftsfähigkeit der Medienhäuser profitieren, die auch gezeigt haben mit der FSF, dass es funktioniert. Lassen Sie uns die Kompetenz der Selbstkontrollen einbringen, auch die Kompetenz der Jugendschutzbeauftragten, die seit vielen Jahren in der FSF und auch in der FSM sehr gute Arbeit leisten. Im Fokus sollte ein konvergenter Jugendmedienschutz und ein Level Playing Field hinsichtlich des Niveaus des Jugendmedienschutzes stehen. Und für uns betroffenen Unternehmen kommt es dabei weniger auf Zuständigkeiten, sondern auf effizientes und schlankes Regulierungsgerüst an, das Doppelprüfungen vermeidet und Rechtssicherheit schafft. Ausgangspunkt ist und bleibt der Inhalt, der sich verändert in der Gestaltung, in der Entwicklung, in der Verbreitung. Aber es ist egal, von wo und wie er kommt. Er muss jugendmedienschutzkonform sein. Und ich glaube, die Kriterien und die Standards dahinter sind solche, die für alle gleichermaßen gelten. Das heißt in einem Schritt auch, dass die freiwilligen Selbstkontrollen haben bereits gezeigt, und das ist erwähnt worden, dass sie jenseits der Lücken, die noch zwischen Bund und Ländern in der Gesetzgebung und im Staatsvertrag stehen, schon in der Prüfpraxis, in der Zusammenarbeit zu guten Schritten gekommen sind und zu guten Prozessen. Aber das reicht nicht. Auch hier, und ich weiß, dass das einige, Dieter und Hajo wurden erwähnt, wir haben darüber schon vor 10 Jahren, glaube ich, gesprochen, auch die Selbstkontrolleinrichtungen müssen stärker zusammenrücken. Eine weitere Stärkung der Selbstkontrolle und ihrer Mitglieder kann der Staat im Übrigen unter anderem auch dadurch erreichen, indem er durch das Setzen von Anreizen mehr Anbieter zur Beachtung und Umsetzung des Jugendmedienschutzes animiert. Meines Erachtens auch hier ein rein nationaler Ansatz reicht nicht. Das Thema AVMD-Richtlinie, Umsetzung der AVMD-Richtlinie mit einem konvergenten Jugendmedienschutz, ein Level Playing Field auch auf dem Gebiet des Jugendschutzes, ist von Brüssel quasi in unsere Aufgabenbücher geschrieben, werden jetzt umgesetzt. Ich denke, das deutsche System war ein Stück weit Vorbildcharakter für diese AVMD-Regelungen, die es jetzt umzusetzen gilt und die es bereits gibt. Aber wir, glaube ich, können den deutschen Standard im Jugendmedienschutz noch stärker promoten und noch stärker entwickeln, wenn wir einen größeren Wurf machen, auch in der Abkehr von den bisherigen Zuständigkeiten. Deswegen lassen Sie uns nochmal ergänzend Bund, Länder und Kompetenzen hinter eine gemeinsame Regelung stellen. Lassen Sie uns einen gemeinsam konvergenten Jugendmedienschutz erarbeiten. Meine Vision wäre, trotz möglicherweise verfassungsrechtlicher Hürden und Schwierigkeiten, ein Bund-Länder-Staatsvertrag zum Jugendmedienschutz, also endlich eine Fortsetzung des Weges, der eigentlich schon mal gesprächsweise eingeschlagen ist. Deswegen meine Vision, ein Jugendschutz-Hub, eine Bündelung von Jugendschutzkompetenz für alle konvergenten Inhalte, der die Entwicklung der Unternehmen von TV zu Multichannels zu Entertainment-Angeboten zusammenbringt. Und ich freue mich auf die Diskussion auch mit Vertretern der Länder, um vielleicht daran nachher ein Stück weit schon weiterzuarbeiten. Ich sagte, TV müssen wir ein Stück weit promoten. Sie haben so das Ende herbeigerufen vorhin. Und wenn man die Kritiker sieht, würde man sagen, vielleicht sieht aus der Brille der Kritiker heraus
Es in 30 Jahren immer noch so aus. Die bekannten Gesichter von heute, dieselben Inhalte sind auch in 30 Jahren auf dem Bildschirm. Das wird mitnichten so sein, auch wenn die Vox-Show The Story of My Life zu Recht viele Preise abgeräumt hat und nominiert worden ist. Sie ist sehr sehenswert und ich kann sie nur empfehlen. Ich kann Ihnen aber versichern, das wird nicht das Bild von TV in 30 Jahren sein, auch nicht in 20, sondern wir erfinden uns neu, wir bleiben innovativ und wir denken da auch jung. Insofern freue ich mich, vielleicht in den nächsten 10 Jahren gemeinsam am Jugendschutz-Hub zu arbeiten. Wir werden weiterhin Jugendschutzthemen in verändertem Content mit spannenden Inhalten gemeinsam bewegen. Vielen Dank, ich freue mich darauf. Haben Sie gerade vorausgesehen, dass Boris Becker und Lilly Becker 2050 wieder ein Paar sein werden? Habe ich das richtig verstanden? Okay, Dankeschön, Annette Kümmel, für diesen Input. Wir gucken jetzt gleich weiter auf dieses ganze Jugendmedienschutzthema mit Stefan Dreyer. Er ist Senior Researcher für Medienrecht und Media Governance am Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut. Immer sehr, sehr lange Titel. Und er blickt nun nach der Praxis eben auf diese Schutzaspekte, Inhalte, Interaktionen, Infrastrukturen, die Selbstkontrollen im Jugendmedienschutz der Zukunft. Bitte schön, Stefan Dreyer. Vielen Dank für die Einladung. Falls ich in das Mikro oder daneben huste, der Husten kommt nicht, er geht. Also ich war letzte Woche krank und das sind jetzt noch die letzten Ausläufer. Ich entschuldige mich also dafür. Und bevor ich irgendwas anderes mache, muss ich die Geburtstagstorte ganz kurz an die Wand werfen. Also herzlichen Glückwunsch nochmal an die FSF. 25 Jahre ist ja eigentlich noch recht jung, wenn man also im Menschenalter so denkt. Da ist man noch jung und wild, oder? Ich versuche jetzt, also als Jubiläum darf man ja, glaube ich, auch ein paar Spitzen vertragen. Ich versuche also hier und da ein bisschen gemein zu sein, um ein Bild zu zeichnen, wie eigentlich Strategien von Selbstkontrollen unter zukünftigen Jugendmedienschutzkontexten aussehen können. Dazu muss ich natürlich ein bisschen vergleichen mit dem, wie es jetzt ist. Und da könnte es die eine oder andere Übertreibung geben, würde ich sagen. Ist nicht böse gemeint, sondern ich brauche die Lacher von Ihnen. Also die Selbstkontrollen im Jugendmedienschutz der Zukunft. Die Zukunft beginnt mit einem Gemälde aus dem 18. Jahrhundert von Giovanni Panini. Das ist das Blick auf das Forum Romanum. Und Sie ahnen deswegen schon, was ein Kernteil des Vortrags sein wird. Wir haben eben den Hub gehört. Das Forum Romanum ist sicherlich das alte Pendant zu dem neudeutschen Wort Hub. Um zu wissen, wie Jugendschutz-Selbstkontrollen sich aufstellen in der Zukunft, muss man wenigstens einmal ganz kurz darauf schauen, wie der Status quo eigentlich ist. Hat jemand erkannt, was ich versuche mit diesem Bild zu sagen? Die FSF ist zum Beispiel der Stuhl in der Mitte. Sie steht zwischen den Stühlen. Sie haben auf der einen Seite eben die Anbieter, die sich an diese Selbstkontrolleinrichtungen wenden, und auf der anderen Seite die Aufsicht, die Politik, den Staat, die diesen anerkannten Einrichtungen der Selbstkontrolle bestimmte Möglichkeiten offerieren, wenn sie sich anerkennen lassen. Und die wiederum haben zur Folge, dass Anbieter sich Anreizen gegenübersehen, an diesen Selbstkontrollen teilzunehmen. Deswegen ist es der Status quo, würde ich sagen, im Zentrum, vor allen Dingen eine Übernahme gesetzlicher Funktionen, nämlich die Beaufsichtigung der Einhaltung der Vorgaben des Jugendmedienschutzstaatsvertrages bei ihren Mitgliedsunternehmen und der Möglichkeit, so die Eigenverantwortung der Anbieter, die eben auch im JMSTV eingeschrieben ist, zu stärken. Sie verbessern auch die Möglichkeit der Vorabkontrolle von Inhalten, was dem Staat aus Zensurgründen zum Beispiel ja bisweilen verwehrt ist. Und dafür gibt es Anreize durch den JMSTV. Diese Anreize sind richtig und wichtig. Das ist nämlich zentral die Schutzschildwirkung. Wenn ich also einen geprüften Inhalt durch eine Selbstkontrolle vorweisen kann, dann kann die staatliche Aufsicht zunächst erstmal nichts unternehmen, solange denn die Selbstkontrolle in ihren Beurteilungsspielräumen geblieben ist. Wenn man sich aber die Mitgliedsunternehmen anschaut, und nicht nur bei der FSF, sondern bei allen Selbstkontrollen, dann gibt es dort die Unternehmen, die dabei sind, um Compliance
herzustellen, um diese Schutzschildwirkung auszulösen. Es gibt aber auch Unternehmen, die mehr machen. Die wollen nämlich diese Compliance oder sogar eine Übererfüllung dieser Compliance als Wettbewerbsvorteil geltend machen, vor allen Dingen gegenüber den Nutzern. Das ist also schon mehr als nur die gesetzliche Funktion, die dahinter steckt. Und dann gibt es Unternehmen, die überperformen praktisch als Mitgliedsunternehmen in der Selbstkontrolle. Warum? Weil sie sich dadurch so etwas wie Best Practice mit Blick auf den Jugendschutz vorstellen können. All diese drei Unternehmen findet man und sie sind zurzeit auch nebeneinander. Bemerkenswerte Entwicklung, vor allen Dingen für jemanden wie mich und meine Kollegen, die aus Governance-Perspektive auf diese Strukturen schauen, ist, dass wir nicht nur eine Erfüllung der gesetzlichen Funktion durch die Selbstkontrollen sehen, sondern teils auch eine Übererfüllung. Also einige Anbieter, die dann sagen, ja, warum soll ich denn zur Selbstkontrolle gehen? Die sind ja strenger als die KJM. Ist empirisch nicht belegbar, sind aber Beobachtungen. Und spannend ist die Frage, warum das so ist, wenn es denn so ist. Ob es so etwas wie einen Legitimationsdruck von beiden Seiten, also zwischen diesen Stühlen gibt, die Selbstkontrolle, die dazwischen steht, in beide Richtungen erfüllen muss. Und ob es da vielleicht zu einer Form von Überperformance kommt, das wäre eine spannende Forschungsfrage, die ich mir gerne später nochmal anschauen würde. Was man aber sagen kann, ist, dass angesichts der Prüfzahlen, von denen wir heute schon gehört haben, auf jeden Fall etwas stattgefunden hat, was der Gesetzgeber sich vorgestellt hat, nämlich eine Entlastung der Medienaufsicht durch die Landesmedienanstalten. Zigtausend Prüffälle, die nicht gelandet sind bei der KJM, nicht gelandet sind bei den Landesmedienanstalten, sondern die eben bei der Selbstkontrolle erledigt worden sind. Die Anzahl der Beanstandungen ist dagegen gering. Also die Beanstandung, wo die KJM sagte, der Beurteilungsspielraum ist überschritten. Aber es gibt sie. Wir haben schon einige Beispiele gehört. Und ich wollte nur noch mal daran erinnern, dass diese Reibung systemimmanent ist im JMSTV und für Koregulierungssysteme ganz normal. Und sie muss nicht nur sein, sondern sie ist auch extrem wichtig, weil wir es hier um gesellschaftliche Selbstverständigung es handelt, wo sich unterschiedliche gesellschaftliche Teilsysteme darüber einigen müssen, was wir eigentlich wollen und nicht wollen an Inhalten. Also Koordination auf der einen Seite, Reibung auf der anderen Seite ist genauso angelegt im JMSTV. Insofern ist auch der Streit und die Konfrontation ein wichtiger Teilaspekt von Jugendmedienschutz. Ich habe jetzt die dankbare Aufgabe, was zu sagen mit einem Fokus auf die Selbstkontrollen und ihre Funktionen in diesem System. Ich muss nicht hellsehen, wie der Jugendmedienschutz der Zukunft aussieht. Das habe ich hier und da schon mal gemacht. Das will ich auch nicht wiederholen. Wir haben später noch die Möglichkeit, auf dem Panel auch darüber zu sprechen, was eigentlich die nächsten Schritte sind. Aber ich will den Zoom ein bisschen aufziehen, wie der Produzent es wohl sagen würde. Wir haben seit den 90er Jahren es mit einer, haben wir schon mehrfach gehört heute, mit einer richtig tiefgreifenden strukturellen Transformation von Medienkommunikation zu tun. Alles wird medial. Es ist die große Welle, die alles überstülpt. Tiefe Mediatisierung oder Deep Mediatization nennt der Wissenschaftler das dann. Also eine zunehmende Durchdringung von Alltag und Kultur mit allen Formen von Medienkommunikation. Und das haben wir auch schon gehört, passiert vor allen Dingen in Bezug auf drei Dimensionen, nämlich die Angebotsformen, die sich massiv verändern, die Nutzungsformen, die beobachtbar sehr, sehr dynamisch sich verändern und die Akteure, die neu hinzutreten in dieses System und die nicht immer die gleiche Tradition, was Regulierung angeht, Regulierungsakzeptanz auch an den Tag legen wie die etablierten Akteure hier. Das sind die Veränderungen der Medienumgebung. Und aus meiner Sicht bietet es sich an, hier drei große Triebfedern sich rauszunehmen, die wir heute schon gehört haben, vielleicht unter anderen Namen, aber wir meinen alle das Gleiche. Es geht nämlich darum, dass wir zunächst eine Digitalisierungstendenz beobachten konnten und auch immer noch beobachten können. Die Digitalisierung von Produktion haben wir schon gehört, von Distribution, aber auch von Rezeption. Die nächste Triebfeder ist die Datafizierung, also die Datengrundlegung sozusagen für Prozesse, oder von allem im Prinzip, Nutzung, Interessen, soziale Verbindungen, Dynamiken und insgesamt die Datafizierung von Wissen.
Und der dritte große Teilaspekt ist aus meiner Sicht die Automatisierung. Wir befinden uns, würde ich sagen, genau heute in einem Zustand, wo Automatisierung als der große Heilsbringer für alles eigentlich abgefeiert wird, wo auf Grundlage dieser Datifizierung, auf Grundlage von Daten automatisierte Entscheidungsprozesse eingeführt werden in allen möglichen Lebenskontexten, auch in den Medien. Und diese drei Triebfedern zusammengenommen führen dazu, dass sich auch Jugendmedienschutz technisiert. Er kann sich davor nicht wehren. Es passiert aber deutlich langsamer. Jetzt kommt eine kleine Spitze. Das ist die Geschwindigkeit, mit der Medienangebote, Medienakteure sich auf diese drei Triebfedern stürzen und sich sozusagen in die Welle werfen. Das ist die Geschwindigkeit, die gefühlte Geschwindigkeit der Veränderung auf der Seite des Jugendmedienschutzsystems. Das ist gemein und übertrieben, aber immerhin guckt der Jugendmedienschutz süß. Die zentrale Aufgabe hier ist es, für die Selbstkontrollen in diesem Fall auch, diese Aufholjagd zu bestehen, aufzunehmen und zu bestehen in den nächsten Jahren. Und das bringt eine ganze Menge von Herausforderungen für die Selbstkontrolleinrichtungen, aber auch für die Mitgliedsunternehmen mit sich. Und diese Probleme sind, mit einem bekannten Politiker zu sprechen, ja nichts als dornige Chancen. Deswegen erlauben Sie mir ganz kurz einen Blick darauf, wie diese Aufholjagd dann eigentlich aussehen kann. Wichtig ist dafür zu wissen und zu unterstellen, dass es neu hinzutretende Bereiche gibt. Wir reden ganz viel über Interaktionsrisiken, insbesondere im Bereich der Online-Kommunikation. Aber Inhaltsbewertung, Inhaltserkennung, Altersbewertung bleiben ein zentrales Kernstück auch im zukünftigen Jugendmedienschutz. Warum ist das so? Zum einen, weil an die erkannten Inhalte, an die altersbewerteten Inhalte alle weiteren rechtlichen Anknüpfungspunkte liegen. Ich muss also immer zunächst den Inhalt sichten und sagen, ist der zulässig oder ist er unzulässig? Und wenn er zulässig ist, für welche Altersgruppe ist er eigentlich geeignet und für welche nicht? Daran entscheiden sich dann die Weichen sozusagen, ob ich den Inhalt anbieten kann oder ob ich bestimmte Schutzmaßnahmen vorsehen muss, ob ich bestimmte Alterskennzeichen vergeben muss. Also das bleibt uns, und die schon angesprochene audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie, die AVMD-Richtlinie, die im Herbst beschlossen wurde und bis September 2020 national umzusetzen ist, die verstärkt diesen Eindruck. Wir wissen also jetzt schon, dass die alle Mediendiensteanbieter, also auch die nonlinearen neuerdings, ich zitiere, wenn ich es finde, ausreichende Informationen über Inhalte geben müssen, die die Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können. Das, was wir aus dem Fernsehen kennen, gilt dann eben auch für die nonlinearen Angebote, insbesondere Video-on-Demand-Anbieter. Haben Sie bei einem Livestreaming-Channel auf YouTube zum Beispiel schon mal eine optische oder akustische Kennzeichnung gesehen? Bislang nicht. Wäre aber die Frage, ob das dann davon umfasst ist. Also wir haben es mit einer Erweiterung, mit einer strukturellen Erweiterung der Kennzeichnungspflichten zu tun durch die audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie. Und ein zweiter Aspekt ist, dass die AVMD-Richtlinie einen eigenen Artikel, nämlich den 4a, vorsieht dafür, wie Selbstkontrollen oder Koregulierungsinstitutionen diese europäische Harmonisierung bei der Erweiterung der Alterskennzeichnung begleiten sollen. Die sollen das in die Hand nehmen. Also die EU ist ein großer Fan von Koregulierung geworden oder vielleicht auch schon immer gewesen. Jedenfalls konnte sich das jetzt in diesem Artikel durchsetzen. Und das ist wichtig, weil die Selbstkontrollen jetzt spezifisch adressiert werden als die Stakeholder, die diese neuen Erweiterungen, dieses gesamte System möglichst harmonisch in der EU implementieren sollen. Hinzu kommen neue
Einbeziehung von Angeboten wie Videosharing-Plattformen. Da sage ich jetzt erstmal nichts zu. Das wird auf dem Panel möglicherweise noch Zeit geben, dafür zu sagen, was das eigentlich bedeutet, wenn auch diese faktisch keiner Kennzeichnungspflicht unterliegen, aber großflächige Implementierungsmaßnahmen und Schutzmaßnahmen vorsehen sollen, die eigentlich nichts anderes zulassen als die Erkenntnis, dass auch die jeden ihrer Inhalte eigentlich kennen müssten. Die Altersbewertungen bleiben also zentral für die Selbstkontrolleinrichtungen. Und deswegen kann man jetzt an den Alterskennzeichen einfach mal diese drei Teilbereiche entlang gehen und sich überlegen, was das strategisch an Herausforderungen und Funktionen mit sich bringt. Wenn es um die Digitalisierung geht, dann muss man sagen, ich habe schon E-Mails mit Selbstkontrolleinrichtungen ausgetauscht. Ich war dort schon mal auf Homepages, die twittern und manchmal gibt es auch Excel-Listen. Das war wieder gemein. Tut mir leid. Nein, ich möchte weitergehen. Die Selbstkontrollen, deren Kerngeschäft ist das Wissen um Medieninhalte. Und zwar richtig mit der Perspektive jugendschutzrelevante Altersbewertung. Und das ist das zentrale Geschäft. Und dieses zentrale Geschäft müssen Sie in den nächsten Jahren digitalisieren. Sie kommen da nicht mehr drum rum. Warum ist das so? Weil die Selbstkontrollen den europäischen Rechtsrahmen implementieren sollen, möglichst kooperativ und vor allen Dingen auch mit Blick auf Kosten für die Mitgliedsunternehmen, die eben fragen, warum muss ich eigentlich in unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten unterschiedliche Kennzeichen auf meine Produkte packen. Also da ist die große Chance, dass die Selbstkontrollen nicht nur in Deutschland, sondern EU-übergreifend es schaffen, sich zu harmonisieren und Standards festzulegen, die dieses digitalisierte Wissen dann zur Verfügung stellen. Das kann auch dabei helfen, proprietäre Alleingänge von einzelnen Unternehmen dann zuvorzukommen. Denn wenn erstmal ein großes Unternehmen anfängt, einen digitalen Standard für elektronische Kennzeichen zum Beispiel zu etablieren, dann können die anderen im schlimmsten Fall sich nur noch anschließen. Das passt aber vielleicht nicht für die eigene Unternehmensstruktur oder die eigenen Datenbanken. Deswegen sind es eigentlich die Selbstkontrollen, die hier schon Expertise haben, die Mitgliedsunternehmen im Hintergrund haben und deswegen es schaffen könnten, hypothetisch, hier tatsächlich branchenübergreifende Lösungen auch vorzustellen. Die nächste Dimension ist die Dataffizierung. Das ist praktisch die Fortentwicklung der Digitalisierung. Die Selbstkontrolleinrichtungen verfügen nicht nur über menschliche Expertise, also vor allen Dingen durch die Prüferinnen und Prüfer und in den Geschäftsstellen, sondern auch über manifestiertes Wissen eben in der Spruchpraxis, in den Datenbanken, die dort vorliegen. Und beides spielt für eine Dataffizierung eine große Rolle, weil wir nämlich das menschliche Wissen dafür nutzen können, zu fragen, ob es Formen und Möglichkeiten der Operationalisierung, der Formalisierung dieses Wissens für spätere automatische Entscheidungen nutzbar machen können. Dazu gibt es den Datenschatz und Sie wissen alle, dass je mehr Daten ich habe aus einem bestimmten Bereich, desto eher manifestiert sich auch Metawissen in diesem Big Data bezüglich dieses Bewertungsbereichs. Also Selbstkontrolleinrichtungen haben beides. Sie haben die menschliche Expertise, die sich mit Formalisierung von rechtlichen Kriterien, medienpädagogischen Kriterien, medienethischen Kriterien beschäftigen können. Aber sie haben auch schon Big Data im Hintergrund. Und beides eignet sich theoretisch dazu, um Pilotprojekte durchzuführen, um zu schauen, was dahinter steckt, hinter Automatisierung von Jugendschutzentscheidungen. Wir haben schon Risiken gehört von Herrn Kraft. Und ich habe auch hier und da schon mal was dazu gesagt. Aber der spannendste Bereich erscheint mir deswegen für die nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre der Automatisierung. Also der dritte Bereich, wo es darum geht, die Frage zu stellen, können wir Automatisierung im Jugendschutz ansetzen? Hilft uns das? Generell ist künstliche Intelligenz oder smarte Assistenten oder maschinelles Lernen ist in aller Munde. Und dann muss sich der Jugendschutz wenigstens auch die Frage stellen, was geht da für uns? Das ist aus meiner Sicht eine wichtige strategische Stellweiche. Und sie ist nicht vom Ergebnis, sie ist vom Ergebnis her offen. Also man muss sich damit beschäftigen. Man muss es nicht auf Teufel komm raus dann positiv gut finden und implementieren, wenn man merkt, dass es nicht funktioniert. Aber man muss es versuchen. Die Frage, die
KI und automatisierte Entscheidungen zurzeit bei Mitgliedsunternehmen ja prägt, ist, kann ich selber als Mitgliedsunternehmen eine große Menge von neuen Inhalten, die ich zum Beispiel lizenziert habe, dazugekauft habe oder die ich selber habe produzieren lassen oder produziert, die ich selber produziert habe, kann ich die reinlesen von einer Maschine, sichten lassen und dann praktisch automatisierte Jugendschutzentscheidungen bekommen. Die Frage stellt sich bei kleineren Inhalten zum Beispiel, wenn ich nutzergenerierte Form habe, wenn die Nutzer etwas hochladen, kann ich dem Nutzer automatisch eine Altersempfehlung vorschlagen, die er dann hinterlegt und auch hinterlegen können soll, übrigens nach der AVMD-Richtlinie. Und es geht weiter in den Bereich der Assistenten, der intelligenten Kinderschutzfilter, die beim Surfen, beim Mediengebrauch merken, dass möglicherweise riskante Kommunikation gerade hier stattfindet und entsprechend dann blockiert. Oder wenn man einen Jugendlichen hat, der selber vielleicht etwas Relevantes rauflädt, dann sagt, möchtest du das wirklich raufladen? All das sind Anwendungsbeispiele für KI im Jugendschutz. Und die Frage ist eben, was davon geht und was davon nicht geht. Und die Selbstkontrolleinrichtungen sind aus meiner Sicht die Institutionen, die hier eine Vorreiterrolle spielen können, weil sie eben sowohl über das menschliche Wissen als auch über die großen Datenbestände verfügen. Ja, 2 Minuten ist super. Ich skippe das hier kurz. Das, was Sie da sehen, ist das, was die IT als Curve-Fitting nennt. Ich lasse also eine Maschine so lange lernen, bis sie genau den Output produziert, den ich mir vorstelle. Und wenn der Algorithmus so gut ist, lasse ich ihn praktisch auf die wilden Daten los und hoffe, dass es dann genauso gut funktioniert. Das funktioniert auch für die Inhalteerkennung leidlich gut, wie schon viele Studien ergeben haben. Das Problem ist, dass diese Algorithmen dann zum Beispiel auch noch, also die erkennen Inhalte, die problematisch scheinen könnten. Sie können aber eine Altersbewertung nicht vornehmen, weil sie ganz, ganz schlecht sind in der Kontexterkennung. Also wenn ich ein Ritzerbild habe, dann kann die KI dieses Ritzerbild sehr gut erkennen. Sie kann aber nicht erkennen, ob es sich im Kontext um ein Aufklärungsangebot handelt oder um eine bevorzugte oder irgendwie bewerbende Art und Weise des Ritzens ist. Das hat was damit zu tun, dass Jugendmedienschutz ganz, ganz viel mit Entscheidungen unter Ungewissheit zu tun hat. Habe ich auch ein Buch zugeschrieben. Und die Sache ist die, dass wir den Prozess der Entscheidungsherstellung im Jugendschutz auf sehr, sehr viele Schultern verteilen. Auf Gremien, aber auch auf den Widerstreit von Selbstkontrolleinrichtungen und staatlicher Aufsicht. Und das hat damit zu tun, dass wir diesen Prozess der Entscheidung unter Ungewissheit rationalisieren wollen dadurch. Und deswegen ist meine Mahnung, dass wenn wir genau diesen Prozess automatisieren, operationalisieren und formalisieren, dass wir dann Gefahr laufen, dass die gesellschaftliche Rückbindung von Jugendschutzentscheidungen dann jedenfalls stark abschwächt. Zeit für ein Fazit in 30 Sekunden. Frau Kümmel hatte vom Jugendschutz-Hub gesprochen. Ich habe jetzt das Symbol der Ölbohrplattform genommen. Selbstkontrolleinrichtungen und Co-Regulierungssystem sind bestens zwischen den Stühlen angekommen und sie können in beide Richtungen gut agieren. Die Potenziale, die wir gesehen haben, wenn es um die Technisierung von Jugendmedienschutz geht, geht weit über die rein gesetzliche Aufgabe hinaus und auch unabhängig davon, wie gesetzlicher Jugendmedienschutz dann in der Zukunft aussieht. Aber sie kann auch beim Wissenstransfer, beim Expertisetransfer helfen, wenn es darum geht, branchenübergreifende Lösungen und auch länderübergreifende Lösungen anzubieten. Also der Jugendmedienschutz der Zukunft ist digital und ich hoffe, dass auch die Selbstkontrollen noch digitaler werden, möchte man sagen, und genauso ein Follow-Me-Car werden für ihre Mitgliedsunternehmen, wie beim Flughafen das der Fall ist. Die sind prädestiniert dafür, weil sie nämlich gleichzeitig Unternehmenssicht verkombinieren können, verinnerlicht haben und gleichzeitig gesellschaftlichen Anforderungen dort dienen können. Mein eigenes Versprechen als relativ neues Kuratoriumsmitglied ist dann jedenfalls, dass ich versuchen werde, mich auch in den zukünftigen Jahren an diesen Aufgaben dann zu orientieren. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön, Stefan Dreyer. Jetzt kurz vor der Pause so ein paar kleine Learnings, wie man heute so sagt, meinerseits ein bisschen außenstehend aus dieser ersten Hälfte der Veranstaltung. Stefan Dreyer hat nicht gehustet, Zeit ist total dehnbar. Der Vorsitzende der FWS heißt Joachim mit Vornamen, Entschuldigung nochmal für den Hänger am Anfang. Fernsehen ist tot. Nicht, haben wir auch gelernt. Die Geburtstagsrunde wurde angehalten, futuristisch in die Zukunft zu blicken. Und bei dieser Party können Gäste sich Dinge wünschen, während sie eine Rede halten und kriegen dafür Szenenapplaus. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für diese Veranstaltung. Am Ende natürlich auch Jugendmedienschutz ist digital. Helga nicht vergessen und bitte kommen Sie um 16.10 Uhr wieder hierher zurück. Bitte wirklich pünktlich wegen dieser Livestreaming-Situation und in der Zwischenzeit können Sie sich kurz eine ganz kleine Runde entspannen. Und dann geht's weiter hier. Bis gleich. Das laufen wir.